was in diesem Duell hier passiert. Denn wir gehen rein in die Pick-and-Run-Phase hier an diesem Sonntag. Schönes Wetter draußen in Spandau und Misfits auf der blauen und Splice auf der roten Seite. Bannen hier die Caitlyn raus, das heißt, sie wollen sie nicht first picken. Könnte sein, dass wir wieder eine Kalista sehen von Hans Sammer. Die haben wir in den letzten Tagen schon gesehen, was extrem stark war, vor allem auch auf der Laning Phase. Haben sie 2v2-Kills damit holen können und auch in Teamfights sah Hans Sammer extrem stark auf dem Champ aus. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht sogar Kalista first pick hier vorkommt. Ja, wir sehen hier normale Jungle Bans. Elise ist raus, Zerg ist raus, natürlich auf Red Side, damit die Blue Side die nicht first picken kann. LeBlanc Band in der First Rotation haben wir schon. Also haben wir in letzter Zeit, glaube ich, nicht gesehen. Ich kann LeBlanc nicht wirklich so einschätzen. Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen tatsächlich keine LeBlanc gesehen. Mhm. Ja, ich denke aber, sie ist einer der stärkeren Assassins, die man noch spielen kann. Rexer wird hier sogar gebannt. Ja, das ist recht interessant. Man hat Trashy in den vorherigen Splits gesehen auf Rek'Sai, hat er immer eine sehr solide Leistung abgegeben. Ich denke aber nicht, dass Rek'Sai so extrem stark ist, dass man ihn unbedingt bannen muss, vor allem weil Tank-Jungler wie Sejuani zum Beispiel sehr, sehr stark sind, die auch gut gegen Rek'Sai sind, weil Rek'Sai nicht wirklich viel machen kann. Rek'Sai hat natürlich allerdings Early Pressure und vielleicht will Misfits da, hat er Misfits nicht so Lust drauf. Und jetzt sehe ich auch hier schon den Kalista First Pick, was wir angesprochen hatten, das klingt sehr plausibel. Ja, jetzt haben wir eben noch Cho'Gath gebannt gesehen von Splice, den wird es jetzt hier also nicht geben. Im Jungle oder auf der Top Lane. Haben wir schon beides erlebt jetzt an diesem Spieltag. Und jetzt wird hier schon der erste Tank gepickt. Braum Sejuani, denke ich mal. Das ist so die beste Rotation, die man in der Meta machen kann. Einfach weil diese Champs sehr gut synergieren und ja. Da haben wir es. Sehr schön. Gut, das heißt, bedeutet auf jeden Fall, Splice jetzt schon mit den ersten Tanks am Start. Jetzt wird hier der Kane gehovert, der jetzt seit diesem Patch 7.14 natürlich mit am Start ist. Aber man entscheidet sich auch hier vielleicht jetzt erstmal noch für den Tank. Ja, ich denke, Gragas macht auf alle Fälle sehr viel Sinn. Lee Sin glaube ich eher nicht. Niederlich ist relativ gut gegen Tanks. Ja, Maokai. Ja, lange Zeit nicht gesehen, jetzt seit diesem Wochenende wieder mit dabei. HTN Hover, Tristan Akali. Hat er mir versprochen, auch noch drin damit. HTN. Oh, oh, oh. Sein nice. Zeuge. Und Nunu. Nice, ATN aber. Nice. Wir sind stolz. Jetzt bist du glücklich, jetzt kannst du eigentlich quasi nach Hause fahren. Yeah. So hört sich das übrigens an, wenn ein Analyst bei euch, sagen wir das, ein bisschen fanboyt. Aber ist sehr schön, jetzt gibt es hier den Orianna-Pick. Und dementsprechend wird der gute Tristan Schrage, Power of Evil, erstmal auf den Mage umsteigen. Ja, ist sehr, sehr solide, vor allem mit Maokai. Maokai kann Flash W und mit der Ultimate als Follow-up und dem Orianna-Ball. Dann gefolgt von einer Ultimate, vielleicht sogar die Kalista-Ult. Also da haben sie sehr, sehr viele Möglichkeiten. Falls zu engagen, allerdings sieht das bei Splice gar nicht unbedingt schlecht aus. Sie haben mit Sejuani in Long Range Stun, das sehr gut ist, Follow-up durch Syndra, Braum. Also das sieht beide sehr, sehr solide aus hier. Jo. Ja, beide Comps passen sehr gut in die Meta rein. Orianna und Syndra wahrscheinlich einer der besten Midlaner zurzeit. Ja, Thresh wird hier jetzt rausgenommen, weil Splice eben schon einen Support hat und Misfits nicht. Ich denke, das wird wieder ein Maokai Jungle, da einfach die anderen Tank-Jungler schon gebannt sind. Man könnte natürlich Maokai auf die Toplane setzen und noch einen Tank-Jungler im Jungle picken. Wie wir schon angesprochen haben, diese Maokai-Cho'Gath-Comp kann man natürlich variieren. Man kann Maokai Toplane schicken, Cho'Gath-Jungle oder andersrum. Ja, hier wird jetzt Jax gebannt. Ich denke, Jax ist nicht allzu gut in der Meta, einfach weil Split-Push sehr weak ist, da Teams sehr viel Engage draften und ja, Engage ist natürlich sehr gut gegen Split-Push. Und Thresh Arcane-Bann hier von Splice auch sehr, sehr sinnvoll. Vor allem mit Kalista sind es so die beiden stärksten Champions auf der Landing Phase und auch später, da es einfach sehr, sehr viel Pressure und Engage bietet. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, da Splice auch schon ihren Support gepickt hat. Ja. Jetzt sehen wir hier noch einen Rakan-Bann. Thresh natürlich auch, muss man nochmal anmerken, früher immer First Pick gewesen und jetzt seit diesem Wochenende hat sich das ein bisschen nach hinten verlagert. Ja. Also die Priorität ist nicht mehr ganz so hoch. Jetzt brauchen wir hier aber trotzdem immer noch einen Support gleich bei den Misfits. Jetzt gibt es auch noch den nächsten Pick bei Splice. Die entscheiden sich jetzt erstmal für Varus auf der Botlane zusammen mit Braum. Ja, ich denke, Varus ist ein solider ADC wie zurzeit, vor allem weil man mit ihm dieses Bloodroom King-Build gehen kann und das sehr gut ist. Ja, gegen diese ganzen Tags natürlich und Poppy vielleicht. Ich glaube, Blindpick Poppy ist auf dem Patch jetzt nicht allzu gut. Ich denke, man sollte hier einfach für einen Jarvan gehen. Ja, sehen wir jetzt auch. Jarvan, Orianna, die klassische Combo, extrem guter Engagement, gutem Follow-up. Dazu noch ein Maokai, also die Frontline sieht auf jeden Fall schon mal sehr stark aus und es ist auch nicht so, dass sie Damage lecken würden, da sie Kalista und Orianna haben. Also der Teamfight von Misfits ist halt schon recht insane jetzt. Was könnte man jetzt noch als Support picken? Wahrscheinlich Pam Kench oder irgendein Teamfight-Support.
Trundle. Hm. Ja. Ja, stimmt. Haben wir auch schon öfter mal gesehen in der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ob wir an diesem Wochenende schon Trundle-Support gesehen haben. Ich glaube nicht, oder? Glaub nicht, nein. Gut, das bedeutet also Debüt für ihn in diesem Summer Split hier bei uns. Warum Trundle vor allem gegen das Team von Spice sehr gut ist, ist wegen der Sejuani Passive. Sejuani hat er später irgendwie für 2 Sekunden oder sowas 600 Armor, 500 Magic Assist und das kann Trundle stealen. Selbst wenn Sejuani danach die Passive verliert, also dann weniger Armor, Magic Assist hat, behält Trundle trotzdem die Resistenzen. Und ja, Trundle hat eine solide Lane Phase gegen Braum, also der Pick gefällt mir sehr gut. Ja, gut. Wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet für ein Team, eben habt ihr gesagt, Misfits, bleibt ihr dabei oder wird's jetzt Splice? Ich denke, beide Teams haben solide Teamcomp gedraftet fürs Teamfighten. Splice will wahrscheinlich ein bisschen Split-Push mit der Camille, ist aber auch recht solide Engage. Ich denke rein aus meinem Gefühl heraus, dass Misfits doch die bessere Comp fürs Teamfighten hat, da ich Syndra vor allem auch zurzeit nicht so als stark empfinde. Ja, ich denke, Misfits hat auf alle Fälle die bessere Comp. Sie haben einen insane Teamfight, insane Frontline, Engage gegen Split-Push und ja, ich denke, das... Dann wird es vielleicht ein 1-0 für die Misfits. Wir werden sehen. Zwei junge Herren, die wunderschön gekleidet sind heute, bereiten sich gerade vor, sind für euch bereit, kommentatorentechnisch. Und wir sehen jetzt quasi Sola und Bahamut Bart. Ja, danke Kalle. Ich bin wieder zurück hier in der Ecke. Ja, mit Sola. Hi. Ja, es war mal ein bisschen anders, als Host zu agieren, sage ich mal. Aber ich freue mich natürlich, als Caster wieder da zu sein, weil das ist eigentlich mein eigentliches Gebiet, sage ich mal, mehr oder weniger. Und ich freue mich, dass wir Trundle sehen. In den letzten Tagen wurde immer gefragt, warum pickt man eigentlich nicht Trundle in der derzeitigen Tankmeta? Und da haben wir ihn. Ja, und der Sinn dafür ist sehr offensichtlich. Wir haben es ja gehört in der Analyse-Ecke, dass Sejuani ihm sehr, sehr viel Resistenzen mitbringt. Und Trundle schon immer sehr gut war gegen Champions, die eben einfach absurd hohe Mengen, ja. Auch wenn Malphite-Meta ist, sowas. Galio früher, ganz, ganz früher. Das war immer sehr gut möglich, dann damit Trundle zurückzuschaffen. Plus, du kannst dir jetzt gegen so jemanden wie Braum, gegen so jemanden wie Tahm Kench wieder erlauben, einen Champion zu spielen, der wirklich überhaupt keine Pressure außerhalb von seiner Auto-Take-Range mitbringen kann, weil er sie nicht braucht, wenn der Gegner sie auch nur sehr begrenzt hat. Gegen Trundle oder gegen Braum ist es so, der hat zwar seinen Q auf Range, aber wenn der trifft, dann kommt der Pillar, das Ganze ist disengaged und man ist relativ fein raus. Plus, zusammen mit der Kalista hast du auch als Tank viel mehr Möglichkeiten mit der Ult zu arbeiten. Du kannst wirklich als aktiver Engage und vor allem auch als Gap-Closer agieren und dadurch das Leben der Gegner viel, viel schwerer machen. So ein Varus, der einen Trundle ins Gesicht geworfen bekommt, der gerade eine Sejuani geultet hat, damit hat man nicht so viel Spaß. Also, da bin ich sehr gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ansonsten, wir haben es schon gehört und wir haben es jetzt die letzten Tage auch wieder gesehen. Teamfight, das ist aktuell das Motto und das repräsentieren beide Teamcomps sehr, sehr gut. Ja, haben wir auf jeden Fall gestern auch gesehen mit diesen Tanks. Hast du natürlich viel Engage, hast auch viel Teamfight-Potenzial und Split-Push-Charaktere sind da nicht so gut dabei. Wir haben zum Beispiel gestern Jax gesehen, der im Early-Game ziemlich gut reingekommen ist, dann aber trotzdem im Late-Game wenig mit dem Split-Push anfangen konnte. Mal gucken, wie hier... wenn der klarkommen wird mit Camille, denn die ist halt auch eigentlich ein Charakter, der ja ziemlich lange braucht, aber dann mit 2-3 Items wirklich sehr stark ist und natürlich extrem gut ist im Split-Pushen. Plus, sie ist auch einer der stärkeren Champions gegen wirklich rohe All-In-Champions mit einer Schadensquelle, weil sie ja ihr Passive-Schild kriegt, was doch relativ hoch ist auch und Javan sehr darauf angewiesen ist, wenn es im 1 gegen 1 auf Pressure ankommt, mit diesem All-In eben zu gewinnen, den Trade, beziehungsweise da dann mehr HP rauszukommen, was gegen eine Camille sehr, sehr schwer möglich ist. Hier sehen wir eine schöne Taktik, die Maokai-Jungles beziehungsweise Maokais generell aktuell viel machen. Wenn man zum Beispiel Maokai-Doppel spielt, kann man es im Gegner-Jungle machen. Er hier macht es natürlich bei seinem eigenen Camp. Man pullt sie quasi verzögert für den maximalen Damage und währenddessen hat seine Botlane den Red Buff gemacht. Dadurch kriegst du beide Camps deutlich schneller. Man wird sehen, er hat jetzt gleich das zweite Camp fertig, während Trash die frisch beim Red Buff angefangen hat. Ist nur wirklich ein kleiner Unterschied, macht jetzt nicht sonderlich viel aus. Kann man sich aber erlauben, wenn man eben eine Melee-Botlane auf beiden Seiten hat. Ja, wir haben auch gestern tatsächlich gesehen, dass man einfach zwei Saplings beim Blue Buff platziert hat, das war auf der roten Seite, und dann selbst den Red Buff gemacht hat und die beiden Botlaner den Blue Buff so gezogen haben, dass der letzte Sapling... Das ist halt nochmal einiges mehr mind-blowing. Das hat man früher auch mit Shaco tatsächlich viel gemacht. Da hat man mit Shaco ganz, ganz früher, als man noch mit Double Buff Level 3 geworden ist, hat man quasi selbst am Red Buff gestartet. Man hat eine Box an den Blue Buff gelegt und die Botlane hat den dann zum Blue Buff zu der Box geschoben. Dann bist du Minute 2 Level 3 mit Double Buff. Plus du hast Ignite Charco gespielt, das war komplett insane. Aber Shaco Meta, das sind zwei Worte, die nicht so gut zusammenpassen. Stattdessen haben wir hier zwei Tanks. Maokai zurück, da wo er hingehört. War ja auch so ein bisschen der Sinn des Reworks. Ne? Man hatte ganz eindeutig gesagt, wir wollen den Jungen zurück im Jungle haben. Dadurch hat zum Beispiel jetzt auch der E deutlich, deutlich mehr Schaden auch für eben Jungle Camps. Und die Ultimate ist im Jungle, denke ich,
wahrscheinlich sogar Tacken nützlicher als vorher, ja, weil man halt auch, wenn man von hinten kommt, was man als Jungler durchaus mal schafft, da sehr viel Pressure aufbauen kann. Aber die Lanes an sich sollten hier eigentlich relativ safe alle sein. Top Lane haben beide einen Disengage, Mid Lane. Gut, Mid Lane könnte eine Gefahr bestehen, wenn man dann sogar Dive-Möglichkeiten hat. Und Bot Lane, ja, Bot Lane wird, denke ich, auch vergleichsweise safe aussehen, zumindest vor Level 6. Ja, Bot Lane sieht allgemein jetzt ein bisschen sicher aus, weil wir die Tanks mit dabei haben und natürlich Durans Schild, um ein bisschen mehr Sustain zu bekommen. Heißt, die Carries droppen hier nicht so low. Also sie haben, verlieren nicht so viel Leben einfach, sind deswegen auch nicht so gang-anfällig, wie sie es früher mal waren. Auf und Kallis wir sehen auch generell mehr oder weniger Solo-Kills zur, ja, Zeit. Das auf jeden Fall. Auf Kallister lohnt sich Durans Schild natürlich auch nochmal einen Tacken mehr, weil sie ja nur 90% Auto-Attack-Schaden macht. Das heißt, die 8 AD, das, also im Endeffekt kriegst du 0,8 Damage weniger durch Durans quasi. Ja. Also das ist ein minimaler Unterschied. Die 5 extra Schaden auf Minions, die werden aber 100%ig übertragen vom Durans Shield. Plus Varus ist natürlich eine Poke-Maschine und der Hauptgrund wahrscheinlich für Durans Shield ist einfach, dass er Verwurf Battle mit dabei hat und ein normaler Varus eigentlich fast immer Warlords wählt. Dass man das einfach ausgleichen kann. Beide werden ja auf Blade of Ruin King First gehen, da gehe ich stark von aus. Ich bin gespannt, wie der Itemmüll tatsächlich aussehen wird, weil auf Varus es tatsächlich auch gang und gäbe ist, ein Ginsu's Rageblade mit einzuschieben, wenn die Gegner 2 Tanks haben. Und wir stehen hier eigentlich, wenn Jarvan dann später so bei 3-4 Items ist, mit 3 Tanks bei Misfits da, sondern, beziehungsweise da wird Varus mit Ginsu's sehr, sehr viel DPS machen. Fraglich, ob er sich vielleicht dann für einen Crit reicheren Itembild entscheidet. Man kann ja auch auf Double Crit gehen. Hat dann mehr Attack-Speed, zumindest bis ich Ginsu's vollgesteckt habe. Bisschen mehr Crit heißt mehr Pressure auf Ori und Kallister, aber das wird eigentlich... Ich glaube, es wird Ginsu's werden. Ich glaube wirklich, dass es Ginsu's wird. Das wäre schön. Ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Passt natürlich wieder sehr gut in die Meta. Auch ein Grund, warum wir Varus in letzter Zeit ein kleines bisschen häufiger gesehen haben, auch gestern und vorgestern, wurde ab und zu mal ausgepackt. Auf der Botlane versuchen wir jetzt näher ranzugehen. Mit dem Pillar, wir sehen schon, warum der so gut ist. Du kannst halt die Gegner auch wirklich zurückwerfen, wenn du ihn richtig setzen kannst. Also hast dadurch nochmal ein kleines bisschen CC, praktisch wie so ein Knockback. Ansonsten ist es für Trundle ja nicht so leicht, an den Gegner ranzukommen. Kann man tatsächlich mit Yasuo sogar raufholten, wenn man schnell genug schafft. Das ist zwar wirklich ein kleiner Zeitraum, aber möglich ist es. Einfach schön die R-Taste spammen und dann passt das schon. Geht, glaube ich, wenn mich alles täuscht, sogar wenn der Trundle aus dem eigenen Team das macht und im Gegnerteam der Yasuo ist, dann könnte der natürlich auch raufholten. Nicht ganz so chillig für das eigene Team. Jetzt sehen wir nochmal die Stats von Trashy gegen Nip. Wobei man sagen muss, Nip hat halt immer noch keinen Sieg momentan. Das also stimmt, da sind die Stats, naja, nicht so gut zu werten hier gegen Misfits. Obwohl er da natürlich sehr gut stand mit einer 7-3er KDA und 60% Kill-Partizipation ungefähr. Er ist hier oben nochmal den Pinkward geklärt, sich backgeportet, wusste, okay, da ist überhaupt nichts möglich. Vision war da, Level 6 ist auch noch nicht erreicht. Aber Level 6 kann man natürlich mit Camille, auch wenn der Gegner weiß, dass da der Jungler in der Nähe ist, Kills forcieren, weil im Endeffekt ist es egal, ob du den Jungler siehst oder nicht, wenn du in der Camille-Ult stehst. Ja. Aber noch muss ich da einfach keine Sorgen drum machen. Farmtechnisch sind auch alle Lanes eigentlich relativ gleich auf. Power of Evil mit ganz leichten Problemen. Aber ich denke mal, das war einfach nur ein suboptimales Backtiming hier. Bin auch gespannt, wie sein Itembild tatsächlich wieder aussehen wird, weil wir haben ja jetzt lange diesen sehr burstlastigen Orianna-Itembild mit Loons Echo zum Beispiel gesehen, um einfach Squishies umzuböllern. Aber wenn die Gegner eben 3 Champions haben, die man erstmal auch von Haus aus nicht umböllern kann, vielleicht lohnt sich dann auch wieder so ein Auto-Attack-lastiger Bild tatsächlich, so wie Power of Evil ihn schon des Öfteren gefahren hat, mit Items wie Nashors. Ja. Da können wir uns gerne überraschen lassen. Ja, ja, auch bleibt uns ja auch nicht bei Lux damals schon so ein bisschen erklärt, warum er es spielt. Einfach weil du dadurch natürlich bei Lux verstärkte Auto-Attacks bekommst, die ja so oder so schon stärkere Auto-Attacks hat. Und bei Orianna ist es ja ähnlich. Die hat so oder so schon ziemlich starke Auto-Attacks und die kannst du dadurch nochmal ein bisschen verbessern, kannst dein Mana besser haushalten und hast natürlich einen kontinuierlicheren Damage. Könnte man machen. Darauf kann es halt wirklich ankommen. Also darauf kann es wirklich ankommen. In einem Teamfight ist das Team, welches die gegnerische Frontline als erstes bezwingen kann, meistens das Team, was gewinnt, wenn beide Teamfight mit Frontline-Comps spielen. Und das ist ja hier bei beiden der Fall. Also Varus, Syndra gegen Kallister, Orianna. Da sollten Kallister, Orianna tatsächlich besser in der Lage sein, die Frontline zu shredden. Ja. Einfach nur, weil da mehr roher DPS zur Verfügung steht. Syndra hat natürlich viel, viel höheren Burst und auch mehr CC auf geringerem Cooldown. Aber dafür eben den konstanten Schaden nicht, den Orianna mitbringen kann. Plus mit dem Shielding kann man die Backline besser schützen. Und Varus ist im Vergleich zu Kallister wahrscheinlich sogar ein Stück weit besser, was den rohen DPS angeht, weil er den Attack-Speed-Boost von der Passive kriegt, wenn halt ein Minion nebenbei stirbt. Plus er hat den prozentualen Schaden von seinem W. Aber Kallister wird wahrscheinlich, es wird es dem Gegnerteam um einiges schwerer machen, gecatcht zu werden. Beziehungsweise hat er einfach eine bessere Möglichkeit, sich zu peelen. Auch mit Maokai, mit Orianna, mit Trundle. Da hast du halt so eine geile Frontline, die dich peelen kann. Während bei Splice
Ja, Seju, Camille, das sind halt eher so Champions, die rein wollen, anstatt jemandem helfen, Schaden zu machen. Und bei Maokai Trunnel kann man beides sehr, sehr gut realisieren. Ja, es wird nur ein bisschen schwierig natürlich, wenn du eine Syndra im Gegnerteam hast, die dich one-shotten kann. Also das ist so die große Gefahr von Misfits. Wenn Sambux das hier richtig ausspielt, das richtig ausspielt, dann würde er wahrscheinlich es schaffen, Hunstammer rauszunehmen, bevor der seine Speere rausziehen kann oder genügend Schaden an den Tanks machen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber bei Splice tatsächlich hast du ja nur Satchel, die so richtig fett wird. Da ist das Ganze noch etwas leichter zu verkraften gegen die Teamcom, die wir gestern von Fnatic gesehen haben mit den vier Tanks. Könnte es ein bisschen schwieriger werden. Also ich gehe im Team halt sehr, sehr stark davon aus, dass Misfits, wenn wirklich beide gleich gut spielen, die Konditionen gleich sind, das Team mit dem Vorteil ist, weil wir haben eben den Trundle, der die Sejuani squishy macht, sich selbst tanky macht. Wir haben den Jarvan, der Gargoyles bauen wird. Das hat die Möglichkeit hat eine Camille nicht. Ja. Wir haben den Maokai, der eben nicht gegen den Trundle spielen muss und dadurch auch um einiges mehr Tankiness aufbauen wird. Und wir haben eben diesen höheren, konstanten Schaden durch Orianna hauptsächlich und eben auch Kalista. Also da muss Splice schauen, dass sie sich eben mit der dafür besseren Catch kommt, mit einer Sejuani, Camille, Syndra, Varus kommt sozusagen, dass sie sich damit andere Vorteile auch außerhalb von Teamfights verschaffen und dann erst anfangen zu teamfighten, wenn sie eben den entscheidenden Vorteil haben, vielleicht einen früheren Power Spike. Also da muss man sehr, sehr genau darauf achten, wie und wann man seine Vorteile ausspielt. Trashy jetzt hier wieder mit dem Toplane-Versuch, aber Alfari bisher mit einem sehr, sehr guten Ward-Verhalten und generell das Spiel aktuell sehr ruhig, ja, 10 Minuten nichts passiert, aber wenn man die Map anschaut, dann ist halt auch alles ausgeleuchtet. Und so sieht LoL aus, wenn beide Parteien fast fehlerfrei spielen. Ja. Perfekte Wards, keiner macht dumme Sachen, dann ist eben da auch nicht wirklich viel Action. Ja, in dem Fall musst du auch wirklich als Alfari auf der Toplane die Ward platzieren, weil wie du vorhin schon gesagt hast, ab Level 6 ist es halt sehr gut für Camille, Ganks vorzubereiten, weil dann halt einfach nicht mehr richtig rauskommst und damit hätte Alfari hier rechnen können, Flash genau richtig, um der Ultimate von Trashy aus dem Weg zu gehen und damit hat dieser Gank einfach nicht Fuß fassen können. Da muss man jetzt aber aufpassen seitens Misfits. Die logische Schlussfolgerung für Splice wäre jetzt auf die Ult von Sejuani zu warten und dann, wenn die wieder zur Verfügung steht, eben 3-4 Mann-Dive zu machen. Midlane jetzt die Ult von Power of Evil raus, bisschen Pressure aufgebaut, war sonst nicht viel möglich gewesen. Also wenn es Sengoku schafft, bis die Trashy Ult, die Sejuani Ult wieder zur Verfügung steht, Push-Pressure aufzubauen, sei es durch einen Gank oder eben einfach durch 1v1-Vorteile, dann muss Alfari richtig hart aufpassen, weil Camille, Syndra und Seju, das wird er nicht überleben und auch nicht unter dem Turm. Und das wird dann der Turm nicht überleben und das macht das Spiel dann für Misfits gleich viel, viel unangenehmer. Ja, auf jeden Fall. Da wird es dann sehr, sehr schwierig werden. Deswegen auch hier der Versuch von ihm nochmal, Syndra so ein bisschen unter den Tower zu drücken, dass er einmal entspannt Base gehen kann. Und das würde er hier auch auf jeden Fall schaffen. Igna stellt weiterhin Wards auf, die sehr gut stehen an der Stelle, denn du bemerkst, sobald Sejuani hier im unteren Jungle wieder zu gegen ist und sich um den Grom kümmert. Und Poppe, der farmt hier gerade noch ein bisschen alleine. Braum versucht natürlich auch Sicht aufzubauen. Der Drache ist jetzt nicht so interessant, deswegen konzentriert man da sich nicht so sehr drauf. Ja, man sieht das auch itembildtechnisch. Ähneln sich die Botlanes definitiv. Wir haben interessanterweise bei Igna den Coin. Bei Mikex ist es Relic Shield geworden. Coin aktuell generell ein sehr, sehr starkes Item, was sehr viel Gold bringt. Der Sustain fehlt da ein Stück weit, aber das ist aktuell kein Problem. Braum Varus haben jetzt nicht die größte Poke-Präsenz auf der Lane. Dementsprechend kann Hunstammer sogar ohne das vampirische Scepter aktuell überleben und farmtechnisch gut mithalten. Hat dadurch deutlich mehr Attack-Speed, was einfach die Mobility von Kalista stark erhöht. Kalista ist auch einer dieser wenigen ADCs, bei dem du Schuhe rushst. Einfach nur, weil du mit mehr Attack-Speed mehr Mobility auch aufbauen kannst. Jetzt muss man extra aufpassen, da ist der Flash. Und das ist jetzt richtig bitter. Jungle Toplane ohne Flash. Splice muss jetzt versuchen, die Kontrolle über die Topside der Karte zu ergattern. Druck da auszuüben und eben mit dieser Flashlosigkeit zu arbeiten. Ja, wenn du Glück hast, kannst du da auch den Herald mitnehmen und das würde auf jeden Fall den ersten Tau bedeuten, wenn du es anders nicht hinbekommen solltest. Wäre also sehr, sehr stark. Gleichzeitig natürlich das Problem, dass Jarvan und Maokai beim Roam und beim Gank natürlich viel stärker sind, wenn sie noch Flash zur Verfügung haben. Gerade Maokai hat ja oft diesen Flash Root Engage, mit dem man einfach über große Distanz auf die Gegner kann. Und so ist das erstmal nicht mehr möglich. Man hat ihn auch gerade nochmal gespottet, wie er durch die Midlane gelaufen ist. Er versucht jetzt nochmal seine Raptoren zu holen. Also auf der Toplane sollte es noch ausgeglichen laufen für Alfari. Aber da sieht man es. Trashy ist schon unterwegs.
Trashy ist schon unterwegs und Runner kann jetzt auch Trades eingehen, die nicht so optimal für ihn sind. Wichtig ist nur, dass Alfari Leben verliert, um den Dive einfacher zu machen. Trashy, Sejuani generell ist Champion, der kann Turret sehr, sehr gut tanken, ne? Auch wegen der anfänglichen Take. Das macht ja gar kein Damage. Man geht direkt rauf mit der Ultra und nutzt aber hier den Kataklysmus und es reicht nicht ganz. Ein Tower-Hit hätte Trashy noch treffen müssen, damit First Blood für Splice an der Stelle. Ja. Und natürlich die Möglichkeit, hier dem Top-Tower sehr viel Schaden zuzufügen. Sehr schöner Dive, kann man nicht anders sagen. Die Flashlosigkeit ausgenutzt, plus Wanda vorher ein paar Trades eingegangen, einfach damit Alfari nicht mehr volles Leben hat. Hätte Alfari hier tatsächlich noch volles Leben gehabt und Wanda auch, dann wäre Trashy gestorben. Weil das Leben von Wanda war gerade bei diesem Dive völlig irrelevant. Er hat kaum Schaden bekommen, weil er keine Turret-Akku hatte. Und als Gedivter, also als Jarvan, muss man sich hier auch immer auf denjenigen konzentrieren, der eben die Turret-Akku hat. Hier sieht man es nochmal. Trashy übernimmt die Aggro und Alfari versucht sofort noch den maximalen Schaden rauszuhauen. Ultet hier auch noch, aber schöner Flash von Trashy an der Stelle. Und Wanda clearte dann das Ganze, hat keine Turret-Akku mehr bekommen. Das hat man sehr gut getimed auch noch. Also der Flash natürlich erst nachdem Alfari gestorben ist. First Blood damit. Für Splice plus Turret First Blood, wie angesprochen. Einfach mal wegen zwei Flashes ein 2000 Gold Lead. Ja, da auf jeden Fall eine sehr starke Aktion von ihm gespielt. Hanshammer, wollt ihr gerade über die Wand springen? Und Mickey stand direkt davor. Okay, er hat den Knallzapfen nicht richtig eingesetzt, um rüberzukommen. Hat aber zum Glück noch die Q, mit der das möglich ist. Also da war man nicht in zu großer Bedrängnis. Botlane läuft ansonsten nicht schlecht, relativ ausgeglichen für beide Seiten. Braum hat natürlich den Vorteil, dass er hier scheren kann, dadurch auch noch mal ein bisschen Sustain für Cobbin mitbringt. Igna hat sich für die Coil entschieden. Oh, Power of Evil in der Nähe. Wurde hier noch nicht gespottet. Maxlor aber auch. Da war jetzt ein Botlane-Play gerade in Arbeit. Trashy war auch in der Nähe. Man wollte Crossmap-Play machen. Man wusste natürlich, Toplane ist da schon der Schaden angerichtet. Aber war hier nicht möglich. Gut für Idle von Splice an der Stelle. Trashy war auch in der Nähe. Misfits bisher noch komplett playlos, aber sie haben die Scaling-Card. Also ich würde definitiv sagen, dass Misfits hier das stärkere Scaling hat. Es ist definitiv kein drastischer Unterschied. Ich denke, hauptsächlich kann man das in der Midlane festmachen. Orianna ist ja im Late-Game besser als Syndra. Das kann man nicht anders sagen. Gerade wenn beide Teams sehr tanky sind, wenn die Teamfights länger dauern, gerade da wird es deutlich, wie viel besser ein Orianna im Late-Game tatsächlich ist. Weil Sengoku wird hier nichts one-shotten können bei Full-Item-Build. Der wird nichts mehr one-shotten, einfach nur weil zu viele Schilde, zu viele Frontlines, zu viel CC, einfach nur alles da ist, was ihn den Tag versaut. Ja, er sollte normalerweise auch wirklich nicht an Hanshammer oder Power of Evil rankommen können. Und er selbst hat das Problem, dass Alfari ihn super gut fokussieren kann, einfach mit der Ultimate-Kombo, die er immer mitbringt. Dann ist er schon fast down und wenn dann die Shockwave von Power of Evil hinterherkommt, dann ist das auf jeden Fall für ihn gewesen. Ist natürlich die Theorie, in der Praxis kann es immer anders kommen, gerade wenn man sich nicht richtig positioniert, aber beide Teams sind hier eigentlich sehr nah beieinander, wie man bisher schon gesehen hat. Und dadurch sollte das alles, ja, nicht, also es sollte alles wirklich so dazu kommen, wie es normalerweise bei den Champs vorgesehen ist. Deswegen habe ich sie gerade nochmal Hallo gesagt. Hätte Max zwar Flash gehabt, denn wäre man da vielleicht sogar drauf losgegangen, aber Power Fever war da doch relativ weit weg. Botlane. Okay, jetzt in der Nähe. Drache ist auch ab. Ist ein Cloud Drake. Den fängt man jetzt tatsächlich an. Man hat die Pressure. Mitte ist wieder an den Turret gepusht. Damit kann man natürlich hier Druck ausüben, weil Power of Evil in der Situation immer der Erste ist, der rotaten kann. Immer eine Überzahlsituation für sein Team kreieren kann. Das weiß Splice, ziehen sich hier auch richtigerweise zurück. Und damit der erste Drache. Immerhin für Misfits. Viel interessanter ist aber, dass die Botlane jetzt gerade, okay, sehr gut gemacht von Splice. Sie wollten jetzt gerade backporten, haben es aber abgebrochen. Hätten sie das durchgezogen, beziehungsweise hätte Cobbe das durchgezogen, dann wäre der Turm hier durchaus in Gefahr gewesen. Pinkt man hier nochmal rum. Also die Vision Control ist immer noch von beiden Teams tatsächlich sehr gut. Sehr viele informationsreiche Wards und wenn man gute Wards stellt, wenn die lange stehen bleiben, wenn man dadurch viel Information kriegt, dann ist ein Spiel eben so langsam, wie es gerade ist. Denn im Endeffekt muss man immer bedenken, dass zu einem Play auch meistens ein Fehler des Gegners gehört und davon sehen wir gerade sehr wenig. Ja, es wird trotzdem sehr, sehr schwierig hier gegen Wanda klarzukommen. Denn der gute Junge hat nicht nur First Blood, sondern er hat auch First Blood Tower bekommen. Plus den Farmvorsprung, den er hat. Also er ist jetzt schon bei Trinity Force. Und das ist halt schon so der erste kleine Step. Hat sogar jetzt noch Tiamat in die richtige Richtung hier. Das wird richtig, richtig schwer werden für Alfari da jetzt noch gegenzuhalten. Das auf jeden Fall. Das ist eben das große, große Problem, was die Comp von Misfits hat. Tendenziell Richtung Late Game. Das Einzige, was sie eventuell daran hindern könnte, hier das erste Spiel im Late Game zu gewinnen, ist eben das Scaling der Camille. Im 1v1 wird Jarvan da später wenig Spaß haben. Er wird zwar die Ultimate mit der Gargoyle länger überleben können als manch anderer, aber er hat keine Chance im Late Game eine Camille tatsächlich zu besiegen im 1 gegen 1. Und das bedeutet, dass Misfits da andere Lösungen finden muss und eben tendenziell harte Gadgets suchen muss. Haben dazu die Comp, muss man sagen. Und wollen das jetzt hier auch zeigen. Ja, man ist auf dem Weg Richtung Midlane gewesen.
Ja, auf jeden Fall kommt es darauf an, dass man später so die Teamfight selber so ein bisschen forcieren kann. Ob du es nur dadurch machst, dass du einen Baron anfängst, die Gegner zwingst hinzukommen oder einfach ein Engage suchst durch halt den Jar, wenn der dafür sehr gut geeignet ist. Oder auch Maokai, der erst flankt und dann ultet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das ist so die Winning Condition, die Misfits hier an der Stelle mitbringt. Trashy wird den Blue Buff jetzt nochmal abgeben an Senkaks. Der freut sich darüber natürlich sehr. Und so langsam sollte es in der Midlane für Orianna ein bisschen besser werden. Syndra ist im 1v1 natürlich ein bisschen leichter zu spielen, einfach weil sie den One-Shot-Outplay-Button hat. Ja. Orianna muss immer erst ihre Shockwave treffen, aber ansonsten sollte Orianna, da wie schon gesagt, ein bisschen stärker sein. Jetzt sagt man hier seitens Misfits den Herald an. Man hat die Kalister. Also man gibt hier jetzt den Botlane-Turret auf, um den Herald zu bekommen. Weiß nicht, was ich von dem Play tatsächlich halte. Also meistens kriegt man mit einem Herald maximal einen Turret, um das nicht mal save, wenn man tradet jetzt hier im Bewusstsein. Die Shockwave war schon mal ziemlich gut. Man konnte viel Schaden hinterher machen und dadurch den Tower noch mal ein bisschen verteidigen. Der Flash von Senkaks war hier aber auf jeden Fall sehr panisch. Also ja. Das er hat halbes Leben verloren, schön, aber er dachte wahrscheinlich, dass da Follow-up kommt. Zack, da ist der Tower down und ich denke nicht, dass das ein gutes Play war seitens Misfits, um ehrlich zu sein. Weil Splice hat den Turret schon. Also das, was Misfits mit dem Herald bekommen möchte, das hat Splice jetzt schon. Das heißt, im besten Fall tradet Misfits even. Nur wenn sie jetzt irgendwie einen Teamfight 4-0 gewinnen und dann zwei Turrets damit pushen können, hat sich das in irgendeiner Form ausgezahlt. Sehen jetzt auch die Rotation. Hansama geht in Richtung Toplane und Splice beantwortet das. Also auch Varus auf dem Weg. Beide ADCs mit dem exakt identischen Itembild. Mit Ausnahme davon, dass Kobbe hier noch zwei Dagger, also Dolche mehr hat. Also ein bisschen mehr Attack-Speed am Start. Das 1v1 sollte Varus auch gewinnen, denn Kalista ist ja vor langer, langer Zeit doch ziemlich hart gestutzt worden, was ihre Stärke angeht auf der Sidelane. Wenn sie ihren Verbundenen nicht in der Nähe hat, das ist jetzt in dem Fall Ignar, dann fehlt einiges an Attack-Speed. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Und hier hat man gar nicht mal so eine schlechte Situation rausgefunden, um eben mal den Herald zu nutzen. Der Turret wird definitiv fallen. Das Problem, was jetzt da ist, der Herald springt jetzt, wenn er quasi fast schon down ist, der Turret. Also man hätte den Damage, den der Herald jetzt hier gemacht hat, wahrscheinlich sogar fast selber machen können. So. Und das war jetzt alles, was man bekommen hat, dafür, dass man den Botlane-Turm aufgegeben hat. Man muss sagen, der Midlane-Turm ist mehr wert als der Botlane-Turm. Also vielleicht war das der Ansatz, dass man unbedingt diesen Midlane-Turm einreißen wollte, um das Spiel zu öffnen. Schauen wir mal. Ja, der Herald ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, um den Midlane Tower sicher nehmen zu können. Hier hättest du ihn so bekommen. Es kann natürlich auch sein, dass Splice sich einfach gesagt hat, gut, die haben den Herald, die kriegen ihn auf jeden Fall. Wir machen da ein bisschen langsamer. Dadurch, dass wir uns da ein bisschen zurückhalten, sieht es nicht so aus, als hätte der Herald viel Impact gehabt. Man hätte sich ihn aber wirklich aussparen können, denn er hält 4 Minuten. Und da hätte es dann vielleicht nochmal die Chance gehabt, auf der Toplane oder auf der Botlane ein bisschen was zu machen. Aber wie du schon gesagt hast, die Map öffnet sich jetzt so ein kleines bisschen für Misfits. Was natürlich sehr angenehm ist, um ein bisschen Sicht aufzubauen, auch auf den anderen Lanes besser pushen zu können. So, jetzt geht's auch ab in die Base. Und was man auch sieht, ist, dadurch, dass das Spiel eben so langsam ist und so killlos ist, sind die Farmwerte halt wirklich absurd hoch. Nach 21 Minuten haben hier Mid und Bot jeweils über 210 Farm. Toplane hinkt ein kleines bisschen hinterher, zumindest auf der Seite von Alfari, was eben wahrscheinlich da bei dem Gank schon die Ursache war. Aber im Endeffekt bedeutet das einfach nur, dass wir das Late Game schneller sehen. So, wir haben jetzt Minute 21 und schon fast 2 Items überall und dementsprechend kann es hier bei Minute 30 schon bei 3 bis 4 Items sein, was tendenziell, denke ich, gut für Misfits ist. Also die Catch-Comp von Splice, die wird bisher noch nicht so wirklich genutzt. Man ist nicht in der Lage, sich wirklich dicke Vorteile zu verschaffen, mit Ausnahme natürlich von dem 3.500 Gold, den man jetzt hier gerade hat. Der ist stabil, der ist stabil, der wird aber nicht reichen, um das Spiel zu gewinnen. Das heißt, jetzt muss man eben, MyKix macht das schon gut, Vision clearen, Misfits zu Fehlern zwingen und dann eben mit diesem sehr, sehr brutalen Single-Target-CC und auch Damage den Syndra, Sejuani, Camille, Varus mitbringen, unbedingt Misfits in die Schranken weisen. Ja, zu Fehlern kann es natürlich kommen, gerade wenn du versuchst, bei den Gegnern einen Engage oder einen Teamfight zu fokussieren. Wenn du das nicht richtig verführst, kann es sein, dass sich jemand schlecht positioniert und dann rausgenommen wird. Und danach sieht es jetzt gerade so ein bisschen aus, aber zum Glück hat man auch die Ult von Kalista, die Gegner nochmal rausholen kann. Mickey, da kommen die Katzen down an der Stelle und die Katzen graben sich so ein bisschen durch den River. Schöne Jarvan-Ult. Senkaks sollte jetzt auch getötet werden. Double Kill an der Stelle für Power of Evil. Trashy verlangsamt gerade noch mal ein bisschen Alfari, aber der springt hinterher. 2 Kills für Misfits. Und man sieht jetzt schon 3 sogar. Triple Kill für Orianna. Man sieht jetzt schon, dass im Teamfight Misfits wahrscheinlich die Oberhand haben. Ja, starkes Spiel natürlich hier von Power of Evil und Co., aber genau das wird im Late Game auch passieren, mit nur viel, viel höheren Todeszeiten. Misfits aber natürlich jetzt schon in der Lage, den Baron abzuholen. Wer soll sie daran hindern? Damit Misfits innerhalb von 20 Sekunden
das Werk, was sich Splice über die letzten 20 Minuten aufgebaut hat, komplett zunichte gemacht. Der Goldvorteil sollte nach diesem Baron-Kill auch weg sein und Misfits damit in der Prime-Position, um das Spiel für sich zu entscheiden. Vor allem auch drei Kills auf der Orianna, die wird richtig schwer zu killen sein. Hier sehen wir es nochmal, der Engage halt auf Igna, das war schon mal ein fundamentaler Fehler. Nicht nur kannst du einen Trundle nicht bursten, sondern er hat auch eine Kalister. Ja. Mikey X, der fällt sehr, sehr schnell, das heißt, es wird sehr schnell ein 4 gegen 5. Ein sehr schöner Engage von Alfari plus die 3-Mann-Shockwave. Das ist ein fantastisch gespielter Teamfight von Misfits und Splice hat sich da auch einfach falsch priorisiert. Also zusätzlich zu der besseren Comp von Misfits hat Splice ja auch noch ein paar entscheidende Fehler gemacht. Und dann ist der Baron ganz schnell mal weg. Ja, mit so jemandem wie Camille willst du ja eigentlich auch selbst Splitpushen. Sie ist darin extrem gut. Sie skaliert wesentlich besser als Jarvin. Und wenn du dann gegen eine Teamfight kommst, selber den Teamfight suchst, ist es halt immer sehr, sehr schwierig. Wir sehen auch den Damage, den hier Power of Evil gemacht hat. Ja, vor allem Hansama war auch hier der absolute Hardcarry gerade in diesem Game. Hat natürlich nicht ganz so viel gemacht. Ist aber auch relativ stark weggezoned worden von der Sigild. Da ist man dann erstmal aus dem Teamfight ausgeschlossen. Er hat da quasi den ganzen Teamfight damit verbracht, in Range zu kommen. Jetzt hier mittel in der Engage, Cleanse und die Katzenarmee engagen und verscheuchen. Das sieht halt so dumm aus. Oh mein Gott. Sieht richtig gut aus einfach nur. Aber das ist natürlich auch ein großer Vorteil von Misfits. Sie haben selbst auch viel Disengage, gerade mit dem Maokai-Ulti, dafür prädestiniert ist. Sie ist halt sehr langsam, also aggressiv zu verwenden ist halt immer sehr schwierig, besser als Follow-up und dafür extrem stark im Disengage. Ja, plus wenn sie selbst halt ein Teamfight forcen, ist es auch immer dieses, ja, ihr könnt gerne rausgehen, aber dann gewinnen wir den Fight ja trotzdem, weil im Endeffekt, wenn man engaged wird, dann rauszugehen bzw. einfach wegzulaufen, ist ja selten die richtige Wahl, sondern meistens befindet sich ja der Gegner dann in einer ungünstigen Position, die man ausnutzen will. Wenn Jarvan reinspringt, hat er erstmal kein Disengage. Wenn dann aber die Katzen auch noch kommen, macht das Ganze natürlich ein bisschen unangenehmer. Plus, wenn so ein Jarvan-Knocker plus Maokai-Ult kommen, ist natürlich auch viel, viel besser, viel, viel einfacher für Power of Evil, die Ult zu treffen, weil der Snare ja doch relativ potent ist. Misfits nutzen jetzt hier ihr Baron absolut maximal aus, pushen Mitte und Botlane, während sich Wanda und Alfari noch auf der Toplane prügeln. Das wird jetzt hier so ein Rotationsspiel werden. Midlane, bis die Minions down sind, Botlane, bis die Minions down sind, hin und her. Man ist aber hier nicht mehr in der Lage, seinen Splice die Midlane zu clearen. Das heißt, die erste Wave reicht sogar schon aus. Die zweite Wave, um jetzt hier den Turret einzureißen. Baron noch eine gute Minute. Also der Botlane-Turm wird wahrscheinlich auch noch weichen und dann ist Misfits hier mal flockige 3000 Gold vorn. Ja, der Trundle sogar gerade gar nicht so schlecht gewesen. Hat es geschafft, mit dem Pillar hier den Gegnern den Weg abzuschneiden, sie zurückzuwerfen und zu verlangsamen. Deswegen konnten da Koppe und Mickey X nicht schnell genug Richtung Mitte rotieren. Somit kriegt man sogar zwei Türme. Und es sieht gerade wirklich sehr, sehr gut für Misfits aus. Die haben inzwischen sogar selbst einen 2000er Goldvorsprung und lagen bis vor ein paar Minuten noch 3000 hinten. Jetzt holt man sich den nächsten Drachen wieder nur ein Wolkendrache, also nicht optimal. Aber deutet natürlich wieder darauf hin, dass Misfits einfach gerade ein bisschen weiter vorne liegt und in Teamfights stärker ist, weswegen Splice hier nicht versucht, so einen Drachen zu contesten. Was man noch nicht vergessen darf, ist, Misfits jetzt aktuell mit einem 2000 Gold Lead. Aber dazu kommt auch noch, dass eine der größten Goldquellen bei Splice Wanda ist. Das heißt, Wanda ist hier wahrscheinlich so um die 1000, 1500 Gold vor Alfari. Und dadurch, dass er die ganze Zeit im Splitpushen ist, muss man im Endeffekt in einem 4 gegen 4 Fight diese 1500 Gold auch nochmal auf das Konto von Misfits dazu rechnen. Das heißt, realistisch gesehen sind sie bei einem 4 gegen 4 Fight nochmal stärker, als sie es sowieso schon sind. Wir sehen jetzt hier bei Syndra wieder diesen Ludens-Item-Bild. Wundert mich ein bisschen, muss ich sagen. Bei Syndra sehen wir auch häufig, dass Leandris gewählt wird, um einfach mehr konstanten Schaden zu haben, auch mehr Tankiness mitzubringen und längere Teamfights besser überstehen zu können, während man bei Ludens halt eigentlich jemanden erst recht one-shotten möchte. Aber ich sehe das hier als sehr unwahrscheinlich an. Spätestens, wenn wir hier noch irgendwo einen Knights Vow haben, auf der Seite von Misfits, wird Hansama safe sein. Plus, bisher hat er das Positioning gezeigt, was er braucht, um eben von der Syndra nicht bedroht zu werden. Also da ein sehr mutiger, aber auch ein sehr riskanter Item-Bild. Trotzdem das Spiel noch nicht entschieden. Alles cool. Ich würde nur sagen, er sollte auch wirklich nicht nach vorne laufen müssen, denn du kannst mit einer Kalista im Team immer den Supporter face-checken lassen, rein theoretisch, und ihn im Notfall wieder rausziehen. Und da du einen Trundle hast, der hier eh extrem janky ist und gerne die Frontline sucht, sollte nie Hanshammer eigentlich überrascht werden, wenn man es richtig spielt. Ja, die Teamform ist generell einfach wirklich schön ausgedraftet hier ins Misfits. Jarvan hat natürlich den rohen Engage, hat guten AOE-Schaden und hat mit Gargoyle die Tankiness durch sich selbst, während Trundle die Tankiness durch die Sejuani quasi ein bisschen klaut. Wobei Trashy das ja auch nicht schlecht macht. Er geht hier bewusst sehr viel auf Leben, wobei jetzt fängt er an natürlich mit Solaris auch ein bisschen Resistenzen aufzubauen. Aber dadurch, dass er sehr viel auf Leben geht, verliert die Trundle ein kleines bisschen an Stärke, ist natürlich aber trotzdem noch unglaublich stark. Und also, ich finde, jetzt kommen einfach sehr, sehr rund, sehr, sehr schön. Und solange Splice mit dieser Camille sich keine entscheidenden Vorteile holen kann, was bisher überhaupt nicht der Fall ist. Es sind ja noch alle T2-Türme sogar da. Noch kein Solo-Kill, nichts.
solange das nicht der Fall ist, wird Splice dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr drehen können. Es sei denn, Misfits passiert hier irgendwie noch ein entscheidender Fehler. Ja, liegt aber auch daran natürlich, dass Misfits hier mehr die Teamfights sucht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, die beste Möglichkeit gegen den Splitpushenden Champ ist es, Teamfights zu suchen und die halt zu forcieren. Weil die meisten Splitpush-Champs in den Teamfights nicht wirklich useful erscheinen, also auf jeden Fall ihre Stärken nicht ausspielen können. Und nicht zum Splitpush kommen, weil sonst ihr Team mit einem 4 zu 5 auf jeden Fall unterlegen wäre. Hans Sommer, der gerade seinen Mercurys benutzt, also was ausgebaute USS. Und hier geht man auf Zankax, den kann man sich auch easy holen. Man versucht so ein bisschen zu turnen, Wanda ist auch dabei, muss dann aber selber gucken, wie er nochmal rauskommt. Wird sie Seed, wird vom Power of Evil abgeholt und das sind schon mal 2 Kills für Misfits. Du hast auch super viele Möglichkeiten, hier Igna nah an die Ziele ranzubringen. Ja, Misfits spielt das hier sehr konsequent und auch sehr, sehr schön durch. Jetzt ist er ja schon mal auf Kobbe, der hat keinen Flash. Keine Chance, das hier zu überleben. Ja. Da ist der nächste Kill und das müsste das Spiel sein. 2 Teamfights. 2 Teamfights hat Misfits nur gebraucht, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. 7:1 steht das Ganze, nachdem Splice 20 Minuten eigentlich die führende Kraft war. Stark gespielt, Team kommt for the win. Und da Props an den Coach, dass man eine sehr schöne Teamcomp, die gedraftet wurde. Und da muss Splice aufpassen, dass sie nicht auch in Spiel 2 in der Champ Select das Spiel schon mehr oder weniger verlieren. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt. Am Anfang lag man auch nah beieinander. Dann haben wir auch gesagt, das ist ein wirklich gutes Game, weil keine Kills passieren, es wirklich ausgeglichen ist. Aber dann gewinnt halt der mit der besser skalierenden oder besser ausgespielten Combo. Das war hier eindeutig Misfits. Ja. 7:1 am Ende. Wirklich wenig Kills gefallen, dafür, dass es ein relativ solides Spiel von der Länge war. Ja, man muss halt sagen, dass Splice das deutlich playlastigere Team hatte. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, mit einem Varus mit der Ultimate zu arbeiten, Braum-Ultimate, Syndra, Engages, aber das hat alles nicht funktioniert, auch Camille. Also man hätte diese Fights forcen können, die man gebraucht hätte, um das Spiel eben zu seiner Seite zu snowballen, aber man hat es nicht gehabt. Ist natürlich logisch, wenn du auf der einen Seite einen Catch-ADC mit Varus zum Beispiel hast, der mit Flash-Ult Spiele entscheiden kann, damit nichts macht und du auf der anderen Seite einen rohen Teamfight-ADC hast, dass der dich dann outscalen wird. Gleiches für die Mitte. Du hast eine Orianna, die will teamfighten, die will scalen, während du als eine Syndra snowballen willst. Ist nicht passiert, also auch da Orianna stärker. Gleiches für Javan. Camille Splitpush will gewinnen, Javan will teamfighten, Camille gewinnt nicht Splitpush, Javan teamfight GG. Also schön gemacht von Misfits, einfach ihre Stärken ausgespielt und Splice. Vielleicht ein anderes Team kommt, fällt ein bisschen besser aus. Ja, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Pick-and-Bun-Phase sehen, ob da nicht vielleicht ein Tank doch noch besser gewesen wäre oder ein Tank mehr besser gewesen wäre. Bei Splice, wir haben jetzt eine ganz kurze Pause von 6 Minuten. Danach kommt die Analyse-Ecke. Bleibt so lange dran. Bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Thank you.
Analysen-Ecken mit Kroketten und Scarfacen und Frenniken. Und wir haben gerade die Misfits gesehen, die über sehr viele Rotationen, über sehr viel Makro-Gameplay quasi, ja, ich nenne sowas mal gerne ein Schachspiel, quasi den Gegner schachmatt gesetzt haben. Denn es gab nicht viel Action, aber, und Sola hat es eben auch nochmal in der Pause zu mir gesagt, die Feinheiten in diesem Spiel, die waren sehr, sehr gut angesetzt, gerade von den Misfits, die ihre Vorteile auch ins Late-Game skalierende Champions quasi so wie Orianna ausgenutzt haben und somit das Spiel dann eigentlich mit dem 3K-Gold-Lead einfach gewonnen haben, weil sie die bessere Kombination aus Champions gepickt haben. Ihr habt das in der Voranalyse auch schon so angedeutet, dass es sich darauf hinauslaufen könnte. Hat sich jetzt bestätigt. Was muss Blyce jetzt im zweiten Game anders machen? Also Misfits hat das Game sehr, sehr gut gespielt. Sie haben gute Rotations gemacht. Sie waren sogar early tatsächlich 3.000, 4.000 Gold behind. Mhm. Einfach weil die Camille so stark war. Ja, im Midgame hat man dann gesehen, obwohl Misfits behind war, haben sie sehr gute Spielzüge gemacht. Sie haben Teamfights engaged, haben die dann auch gewonnen. Sie hatten die bessere Teamfight-Comp. Spice hat den Zwipush nicht so gut exekutiert, obwohl die Camille sehr ahead war. Mhm. Im Early Game haben sie ja den Javan immer versucht zu ganken, in Diven hat auch gut geklappt, aber später dann eben in den Teamfights. Mhm. Genau, wir haben in der ersten Situation gleich einen Top-Lane-Dive, wo man versucht, die Camille besser ins Spiel zu bringen. Richtig, vorher gab es schon einen Gank, das heißt Alfari steht ohne Flash da. Macht das hier an sich ganz schön, da zu versuchen, mit der EQ-Kombo rauszukommen, aber da Trashy extrem tanky ist und Wunder vom Schaden her einiges vorzuweisen hat, ist da nicht wirklich viel zu machen auf Alfari. Ja, auf der anderen Seite war quasi nicht viel passiert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also man hat quasi zumindest keine Kills gesehen. Das ist ja quasi so, was das Auge des Zuschauers immer bewertet. Naja, wenn das eine Team mehr Tower, mehr Kills hat, dann gewinnen die halt irgendwann auch. Was haben die Misfits gemacht, um quasi auch ohne Kills voranzukommen? Also sie haben einfach abgewartet, bis sie Items haben, bis sie Powerspecs haben und haben dann, wenn sie Powerspecs hatten, direkt Fights geforst. Und ja, im nächsten Replay sieht man dann auch, sie haben den Fight geforst, perfekt, waren behind, aber haben eben diesen schönen Engagement bekommen mit Javan Orianna, konnten sich danach sogar Nash sichern und haben dann eben Splice komplett outrotated, Turrets genommen und ja. Ja, den Fight, den du meintest, können wir uns mal angucken, da kriegt nämlich der gute Power of Evil einen Triple Kill und das war natürlich sehr gut für ihn. Ja, da sehen wir, Igna ist da ein bisschen out of position, wird aber von Kalista geultet und ja, jetzt Mickey X overstepped und jetzt kommt die schöne Kombo mit Javan und Orianna. Drei Leute in Cataclysm, drei Mann Shockwave und ja, da war der Teamfight schon entschieden. Ja, ist das quasi auch schon eine kleine Vorentscheidung schon fürs Spiel gewesen oder hätte Splice hier noch easy zurückkommen können? Ich denke schon, dadurch, dass sie ihren Lead damit abgegeben haben und vor allem, wenn so ein Champ wie Orianna, der extrem viel Impact in Teamfights hat, mit Javan, mit Kalista, mit Trundle, da haben sie sehr, sehr guten Engage und dann die Orianna Shockwave. Und wenn die Orianna dann dadurch drei Kills kriegt und so weit vorne ist, sieht es sehr schlecht aus für Splice an der Stelle. Ja, wir können das letzte Replay, was wir haben, auch mal nebenbei abspielen lassen. Dazu könnte ich dann noch mal ein bisschen was sagen, denn man sieht hier quasi, dass sich der gute Varus hat mehr oder weniger catchen lassen, muss sich auf jeden Fall ein bisschen zurückziehen und dann sieht man den Re-Engage im Jungle auf das Team von Splice. Und jetzt die Frage an euch beiden, ist das einfach eine Koordinationsfrage, woran das hier scheitert? Oder haben die Misfits das einfach sehr, sehr gut gemacht? Ja, ich denke, dass Splice einfach mit ihrem Swip-Pusher nicht gut gespielt haben. Camille hat viel zu oft gegroupt, wurde dann in so Fights reingeforst. Das hat natürlich Misfits auch gut gemacht. Sie sind in den Jungle gegangen, haben die ganze Vision genommen. Und sobald sie Splice gesehen haben, dass sie overstepped haben, einfach Maok, Herr-Ult, Javan und Engage. Das Team von Splice wirkt am Ende sogar ein bisschen chancenlos, muss man schon fast sagen. Wie hätte man diese Camille besser ins Spiel bringen können? Ich meine, du hast zwar gesagt, sie hätte viel mehr Split pushen müssen, aber trotzdem hätte Misfits ja immer wieder engagen können. Also ja. Wie hätte man das preventen können? Also die Camille hat man selbst sehr gut ins Spiel gebracht. Sie war ahead auf der Top-Lane, hat den Tower bekommen, hatte schon Triforce, Tiamat, alles Mögliche und hätte dabei eigentlich das Spiel für sich entscheiden können. Sie hätten die Camille einfach auf die Botlane schicken können, auf der anderen Seite der Map abwarten können. Sie müssen, wenn Misfits versucht zu engagen, disengagen und abwarten. Und ja, hat Splice nicht so gut gemacht. Das Problem einfach in dieser Meta bei Split Push ist, sagen wir, die Camille ist jetzt Botlane und die vier anderen sind auf der Top-Side. Misfits hat einfach so viele Tools, um diesen Engage eben zu forcen. Sie haben Long-Range-Engage mit EQ, Javan, Ult
Orianna, Maokai Ult, die fast über die ganze Map geht, gefühlt. Ja, generell denke ich, dass Spice jetzt einfach einen Teamfight-Toplaner picken sollte und einfach schauen, dass die Teamfights gewinnen. Ja, würdest auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass Splitpush, also wir haben eigentlich noch kein einziges Spiel gesehen, wo Splitpush wirklich funktioniert hat und man sollte sich einfach auf die Teamfights fokussieren, denke ich. Also was wünschst du dir beispielsweise für den Teamkopf von Splice? Vielleicht sogar schon spezielle Champions nennen? Ich denke, dass wenn sie so Champions wie Cho'Gath, Maokai in ihre Reihen bekommen, dass es sehr gut ist. Allerdings ist Sejuani Braum gar nicht so schlecht. Man hat ja gerade gesehen, dass es eigentlich recht gut funktioniert hat, nur hat dann so ein bisschen was gefehlt, nachdem sie den Teamfight verloren haben gegen Orianna. Vielleicht sollte man auch Orianna bannen. Sie hat sehr, sehr, sehr viel Impact, vor allem mit so Engages wie Maokai. Da muss man auf jeden Fall schauen und ja. Ja, wir gehen rein in die zweite Pick-and-Ban-Phase dieses Tages. Splice diesmal auf der blauen Seite. Man hat hier also die Seiten getauscht. Orianna wird jetzt relativ früh rausgenommen, also man hat da Respekt vor. Talia auch. Also zwei Midlaner schon mal weg gegen Power of Evil und Zac selbstverständlich. Ja, vor allem Orianna, ein sehr guter Bann, hatte ich ja gerade angesprochen, dass das in der derzeitigen Meta sehr stark ist mit den Tanks, die einfach runterrennen können mit einem Orianna-Ball. Den Talia-Bann verstehe ich im Moment noch nicht so ganz. Wahrscheinlich haben sie was vorbereitet, was sie picken möchten. Und ich verstehe auch nicht, warum sie Elise bannen auf Blue Side, aber... Ja, wahrscheinlich will Trashy einfach keine Elise spielen und denkt, ja, ich möchte Misfits Elise nicht geben, vielleicht... Möchten Sie irgendwas anderes festpicken? Wahrscheinlich, denke ich, in Richtung Kalista. Haben wir ja auch letztes Game gesehen, dass Misfits Kalista firstpickt hat, wenn ich mir nicht... Doch, war richtig. Ja, okay. Ja, wir sehen hier normale Bans auf Redside, Cho'Gath, Zac und Caitlyn. Und ja, ich denke, das wird ein Kalista firstpick hier, da Caitlyn gebannt ist und Kalista jetzt der nächstbeste AD Carry ist. Warum pickt man jetzt einen Maokai nicht first? Ist er nicht worth? Also natürlich könnte man Maokai first picken, da er auch ein Flex ist. Jedoch denke ich, dass zum Beispiel sowas wie Sejuani tatsächlich sogar besser ist. Aber da beide offen sind, kann man die einfach traden. Und ja, ich denke, Spice und Misfits sind beide, also können beide diese Champions spielen. Ich hätte hier eher einen Kalista first pick gesehen, anstatt einen Braum. Da man jetzt natürlich sowas wie Thresh Kalista oder eben Kalista Rakan picken kann, um wieder diesen Hard Engage zu haben. Ja, oder Master Yi. Oder Master Yi, aber ich bin jetzt mal der Meinung, dass der nicht durchgeht. Ich denke aber, dass es ganz schlau war, Braum first zu picken, weil der Champ an sich einfach zurzeit sehr, sehr stark ist. In Teamfights hat er sehr viel Impact und man denied damit halt auch diese Sejuani Braum first Rotation, die an sich sehr, sehr stark ist. Ja, wir sehen hier den Maokai, der hat auch ganz gut funktioniert gerade eben. Denke, dass Kalista und Maokai einen super Teamfight haben, eine sehr schöne First Rotation von Misfits. Ich denke, Spice wird natürlich jetzt für die Sejuani gehen und wieder für die Syndra. Ich hätte hier, tatsächlich Orianna ist gebannt, deswegen finde ich den Syndra-Ballenblick tatsächlich sehr gut. Und jetzt gibt es wieder den Akali-Hover hier. Natürlich. Da fängst du direkt an zu grinsen, ne? Trender mehr auch noch. Und was war das letzte? Nunu. Was Nunu. Mit N, glaube ich. Ah. Ja. Da freuen wir uns. Ja, gut. Gute Tristan. Der gute Tristan Schrage. Liebe geht raus. So, jetzt wird's ein Vladimir. Und sogar Cleanse Ghost. Nice. Die Summoner-Spells auch. Perfekt. Vladimir natürlich sehr, sehr stark. Vor allem gegen Syndra hat eine solide Laning Phase. Kann sie outsustainen und damit dann in Teamfights später, wenn er Free Scaling kriegt, extrem viel machen. Viel mehr als Syndra, meiner Meinung nach. Ja, ich finde Vladimir-Pick auch tatsächlich sehr gut. Ist sehr gut gegen Syndra. Hat einen starken Teamfight und vor allem... hat Misfits schon einen sehr guten Engage, vor allem mit der Marika Ult und wenn dann Vladimir Ghost zündet, kommt er sehr leicht in die Backline, weil die Backline dann gesnared ist und ja, schon ein sehr guter Teamfight von Misfits, aber auch von Splice. Ich denke, ich bin mir bei Syndra zurzeit gar nicht so sicher, weil ich glaube, Syndra ist tatsächlich nicht so gut in Teamfights. Sie muss wirklich ahead sein, um irgendwas in Teamfights machen zu können, weil einfach diese starke Frontline da ist, die Syndra einfach die ganze Zeit sieht und Syndra kommt nicht wirklich in die Range, irgendwas zu one-shotten, da einfach im Teamfights vor ihr nur Tanks sind. Ja, vor allem bisher nur Kalista in der Möglichkeit zu one-shotten quasi. Ja. Und die ist dann sehr mobil, die kann sich da hinten zurückziehen, wird schwierig, wie genau. Du schon sagtest. Man sah auch gerade die Stats von Sengkuks auf Syndra in 4 Games, die waren jetzt auch alle durchschnittlich schlechter als die Average-Stats von ihm. Also das zeigt auch ein bisschen, dass der Champ wahrscheinlich zwar recht lane-dominant ist, aber ich denke, dass er in der derzeitigen Meta nicht wirklich viel ausrichten kann, weil er ein Champ ist, der one-shotten möchte und das zurzeit eigentlich kaum möglich ist, da er halt, wie gesagt, nicht an die Backline wirklich rankommt. Ja, wir sehen ja tatsächlich sehr viele Split-Push-Bans, was ich jetzt nicht so gut finde, aber Misfits hat jetzt hier freien Pick. Jarvan, denke ich mal, wird das wieder sein.
Jarvan ist wahrscheinlich so einer der besten Teamfighter für die Top-Name, wenn es natürlich nicht unbedingt ein Fulltank ist. Und ja, wir sehen jetzt hier wieder in Jarvan. Ich denke, Splice wird jetzt auf alle Fälle einen Teamfight-Toplaner picken, da der Spitpush gerade eben nicht so gut funktioniert hat und die besten Spitpusher auch rausgenommen wurden in Camille und Jax. Auch Jace wurde gebannt und ja, ich denke mal, das wird, ist schwierig zu sagen. Ich denke auf alle Fälle ein Tank. Was wir auch nicht mehr gesehen haben, ist sowas wie Klett. Ich glaube, Klett ist sogar auch relativ gut, weil Klett auch Hard Engage hat und eben diesen Engage von Sejuani followen kann. Oder man geht eben diesen nah, genau, der ist ja auch gut in den Teamfights. Haben wir auch schon in den letzten Tagen immer wieder mal gesehen, auch in den letzten Wochen. Sehr hoch priorisiert mittlerweile auf der Joplane. Gegen Jarvan sollte er auch nicht die größten Probleme haben, denke ich mal. Ja. Jetzt gibt es noch einen Support, gehe ich mal von aus. Und ich denke, der Tristana-Pick ist ja auch ganz gut, weil er erstens ganz in Ordnung gegen Kalista ist. Und sie brauchen einen mobilen AD-Carry, weil halt genau sowas wie Rakan oder vielleicht sogar der Trundle hätte gepickt werden können. Und das ist auf jeden Fall gut, dass sie Tristana picken mit der W, damit sie ein bisschen was an Was hier besser, Mobility Rakan hat. Oder, Entschuldigung, Rakan oder Trundle, was wäre jetzt, was hier besser jetzt? Ich denke, Trundle macht durchaus Sinn, dadurch, dass sie halt wieder eine starke Frontline haben, mit Sejuani vor allem. Aber ich denke, dass Kalista Rakan in der Kombination einfach viel, viel stärker ist, wenn man einen extrem guten Engage hat mit der Ulti und mit der Flash, mit dem Flash vom Rakan. Und der Kalista-Ulti natürlich. Ja, Misfits hat wieder extrem viel Engage und ja, ich mag die Comp von Misfits sehr gerne. Sie haben sehr starken Teamfight, gutes Engage. Spice wieder sowas wie Gnarl, Spitpush und ja, ich würde es Misfits geben, denke ich. Dem schließe ich mich an, ja. Gut, ihr sagt 2-0, mal sehen, was die Caster sagen. Das sind heute Sola und Bahar mit Bart. Viel Spaß mit den beiden. Ich sag erstmal gar nichts, weil Nico noch oben war. Ich sag erstmal danke Kalle an der Stelle, ja, für die Überleitung wieder. Und wir haben jetzt ein Game, was bei Misfits tatsächlich ein bisschen ähnlich aussieht, was die Tankiness angeht, was die Verteilung angeht. Aber wir haben auf jeden Fall einen Rakan. Und Rakan ist auch gegen mobile Champs gar nicht schlecht, weil er halt wenig Kontermöglichkeiten lässt, wenn er diesen Ult-Knock-Up, diese Ult-Knock-Up-Kombo macht. Gerade auch mit Kalista zusammen ist es halt sehr schwierig, da irgendwas gegen zu machen. Ja, man hat jetzt auf jeden Fall eine sehr ähnliche Kombo, wie du schon angesprochen hast. Vladimir Orianna im Teamfight ziemlich unterschiedliche Aufgaben, aber trotzdem ähnlich Stärken. Also im Endeffekt Vladimir auch einer, der eine Syndra definitiv outscalen wird, der auch auf der Lane eigentlich nie Angst haben muss, von der Syndra All-In zu werden. Und auf der Bottle mit Rakan natürlich jemanden, der deutlich mehr All-Ins forcen kann, selbst mehr Plays machen kann als zum Beispiel in den Trundle, aber eben nicht die Tankiness mitbringt und dementsprechend auch mehr Risiko bietet. Trotzdem gefällt mir die Comp von Misfits viel, viel besser. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Splice, ja, die draften halt so eine Mischung aus allem. Wir haben jetzt wieder Early Game mit Syndra und Gnar. Wir haben Late Game mit Tristana und Seju und Braum ist auch nicht verkehrt. Aber ich denke, dass das Problem wieder ähnlich sein wird. Der Gnar wird im Splitpush gegen Jarvan nicht so viele Vorteile kriegen, dass es relevant ist, dass es das Spiel umentscheidet. Und wenn Splice jetzt nicht wieder im Early Game in der Lage ist, oder was heißt wieder, wenn sie anders als im ersten Spiel, diesmal in der Lage ist, oder diesmal auch, nee, anders, nee, wenn sie genauso wie im ersten Spiel jetzt auch nicht in der Lage sind, ihre Early vermeintlich stärkeren Champions auszunutzen, dann sehe ich hier wieder ziemlich schwarz für sie. Kalista und Rakan ist eines der brutalsten Botlane-Duos, gegen die man aktuell spielen kann. Ja, Kalista an sich ja schon sehr, sehr stark mit der Ultimate, gerade weil wieder ein paar Tanks am Start sind, aber wenn du einen Rakan reinwirfst, kommt direkt danach nochmal ein Knock-Up, der Charme durchs komplette gegnerische Team und der brauchte nicht mehr irgendwie Flash als Gap-Closer einsetzen. Oder du gehst halt mit ihm mit dem Knock-Up-Charme rein und bekommst ihn danach safe nochmal raus, obwohl er squishy ist. Es gibt super, super viele gute Möglichkeiten. Vor allem ist das Problem auch, dass Tristana an sich nicht verkehrt gegen Rakan ist, weil Tristana ist ja einer der Champions, die kann auch während eines CCs ihren Sprung noch finishen. Problem ist aber, dass du bei Rakan, wenn er Ult und Knock-Up macht, quasi den Charm noch dodgen könntest, theoretisch. Wenn er aber direkt, nachdem du gecharmt wirst, den Knock-Up channelt, dann müsste theoretisch der Knock-Up den Jump abbrechen. Ja. Also da musst du als Tristana sehr, sehr stark aufpassen, wann du eben deinen Sprung verwendest. Wahrscheinlich kannst du den echt nach dem Knock-Up erst benutzen. Wir sehen jetzt hier auch wieder auf der Blue-Side wie eben schon diesen Double-Camp-Start damit. Vielleicht ein kleines bisschen schneller und ich bin gespannt, ob das jetzt wieder so ein ruhiges Spiel wird. Für Misfit, denke ich, spricht nichts dagegen, das erneut so langsam aufzuziehen, aber Splice, die müssen eben deutlich, deutlich aktiver sein. Wobei sie diesmal mit Tristana halt schon eine
Late-Game-Absicherung haben, die ihnen eben noch gefehlt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, es wird da ein bisschen ähnlich aussehen, auch auf der Top-Lane. Jarvan kann sich am Anfang gut behaupten, später wird es ein bisschen schwieriger werden. Auf der Bot-Lane hat Misfits jetzt ein bisschen mehr Druck als vorhin, finde ich. Man hat sich auch für Ignite entschieden, was da mal so ein kleines Zeichen für ist. Man versucht ja auch schon ein bisschen zu traden. Du darfst nur nicht von Braum gestunt werden, weil sonst verlierst du den Trade auf jeden Fall. Ja, der Vorteil ist jetzt im Early-Game hat Rakan absolut gar keine Pressure gegen Braum. Rakan ist Early ein sehr, sehr schwacher. Das ist problematisch. Knocker. Man geht hier richtig aggressiv rein, sogar mit Ignite. Heal ist auch draußen, genauso Flash. Flash war nicht gut. Ja, Hanshammer. Hätte er nicht zwingend hinterhergehen müssen, Speere haben nicht gereicht. Er hätte zwei Autotext noch gebraucht und jetzt ist Igna hier bedroht. Die Minions, die machen natürlich so früh auch schon ziemlich viel Damage. Hier gerade das Level 1 von Mikey X ausgenutzt. Kobbe hat keine XP verloren. Oh, und der geht mal direkt wieder rein. Nochmal mit Knock-Up. Aber Kalista kommt schon wieder nicht ran. Hätte man jetzt noch Flash gehabt, hätte man vielleicht einen Kill kriegen können. Wahrscheinlich schon, aber da war die Kommunikation ein bisschen fehlerhaft. Braum immer noch Level 1, also nur weil er XP verpasst hat, war dieses Play gerade überhaupt möglich. Und auch wenn kein Kill rausgekommen ist, ist Kobbe hier massiv behind, was den Farm angeht. Hanshammer hat trotz des All-Ins fast perfekt gelastetet. Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt müssten 25 Minions perfekt sein. Er hat 23. Jetzt der Dive. Der Tower Dive. Das funktioniert überhaupt nicht. Oh, da will man zu viel. Hanshammer stirbt ja auch noch. Man hat First Blood bekommen. Nee, das ist Übelwurf. Also ja, das ist Ultra-Wurf. Und auf der Top-Lane hier kriegt man fast noch Wonder gerade. Man hat gerade gesehen, wie viele Minions da in den Tower rein noch. Also alleine dadurch hat es sich gelohnt. Schöner Call, könnte man sagen. Es ist sehr riskant gewesen, aber High Risk, absolut High Reward. Jetzt haben wir 6 zu 22 Farm bei der ADC-Position. Wir haben Rekursivbogen gegen Dagger Boots, also 300 Gold ungefähr ist Hanshammer vorn und das Minute 4. Ja, auf jeden Fall ein sehr starker Start. Wir sehen jetzt auch sofort nochmal das Replay. Man wusste halt, dass Tristana weder Heal noch Flash übrig hat, also es war klar, dass man es versuchen wird an der Stelle. Hanshammer zu lange unter dem Tower gewesen. Die Tower, selbst wenn sie Igna gehabt hätte, einer von beiden wäre auf jeden Fall gestorben. Ja, man hat sich noch ein bisschen zu sehr auf das Braumschild verlassen. Es ist zwar ein sehr potenter Spell, der auch sehr, sehr viel Gefahr bändigen kann, aber gegen Kalister werden die Speere nach dem ersten trotzdem in die Tristana reingesteckt und dementsprechend der E-Schaden nicht reduziert. Sondern darauf hat man sich hier ein bisschen zu sehr verlassen und jetzt die Quittung bekommen. Da sieht man es. 400 Gold ist Hanshammer jetzt schon vorn. Ansonsten das Spiel natürlich relativ entspannt und dadurch, dass hier, wer war das gerade? Wer hat auf der Seite von Splice so viel Gold, dass, ne, nevermind, der Unterschied ist nur so, wenn wir jetzt gerade gepusht sind. Jetzt aber könnte sich das Ganze ändern. Engage auf Hanshammer, der kann das nicht überleben. Dann kommt jetzt auch direkt hinterher, ein Autotech hat gereicht und damit ist das ein Kill für Trashy. Und so versucht man natürlich, Kobbe wieder zurück ins Spiel zu bringen und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren mit der Aktion. Das macht es doppelt ärgerlich, dass Hanshammer da vorhin für wirklich nichts geflasht hat. Hätte man jetzt gesagt, gut, er hat für den Kill geflasht, dann wäre es jetzt, ja, gut gemacht von den Gegnern. Aber das war wirklich das Problem. Gegen Braum überlebst du als immobiler ADC und das ist eine Kalista einfach mal, wenn sie eben nicht wirklich viel springen kann und eben Braums Q dodgen kann. Dann überlebst du ohne Flash und ohne, wenn ich deinen Supporter nicht beschützen kann, gegen den Braum, den Gank unmöglich. So, man sieht's halt. Es war sehr schön ausgeführt von Splice. Zum einen hat Misfits die Vision komplett gefehlt. Da muss man auch kritisieren, dass sie keine Vision hatten, aber W-Sprung auf den Minion, Flash-Q, um den Stunt sicher zu treffen. Sehr schön gemacht an der Stelle. Dass Trash den Kill gekriegt hat, ist okay. Ich denke, Cobb hätte mit dem Gold auch sehr viel anfangen können, gerade weil er so behind ist. Aber schön ausgeführt. Man sieht bisher in diesem Best of Three, wie hart es auf diesem Niveau ausgenutzt wird, wenn du einmal den Flash auf Cooldown hast. Also, Flash zu wasten in der LCS kann halt wirklich Spieler entscheiden. Ja. Hat es hier auf jeden Fall an der Stelle. Zumindest hat es jetzt gerade erstmal den Verlauf des Spiels entschieden, weil sonst wäre Koppe richtig weit hinten gewesen. So kann man da wieder relativ gut aufschließen. Selbst wenn der Farm nicht perfekt ist, er hat auch einen Kill bekommen und Kalista nochmal ein bisschen zurücktreiben können. Trotzdem, das Scaling von Misfits natürlich nicht schlecht, zumindest mit Vladimir. Auf der Toplane wird nah irgendwann Jarvan outscalen und das ist diesmal sogar sehr gut für einen Teamfight. Natürlich nur in der großen Form, das ist immer so ein bisschen schwierig zu handhaben. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Faktor für Splice später. Der Vladimir wird sehr interessant werden. Vladimir Tristana ist ein komisches Matchup. Man mag auf der einen Seite meinen, gut, Tristana, die ist ja super mobil, die hat ja ihre Ult, die kann ja wegknocken. Aber das Problem bei Vladimir ist, dass er einen Großteil seines Schadens macht, während er unangreifbar ist. Ja. Das heißt, als Tristana musst du dich im Teamfight gegen Vladimir so verhalten, dass wenn Vladimir gerade seinen Engage macht, und das ist meistens Ghost, reinrennen, ulten und dann Rocket Belt Pool, dass du dann mit deinem Sprung so weit out of range bist, dass er dir in seinem Pool kein Damage machen kann. Und dann kannst du anfangen, ihn Auto zu attacken. Also mit, gegen Vladimir musst du als ADC noch viel weiter hinten stehen in einem Teamfight als normal und auch einfach mal mehrere Sekunden in einem Teamfight deine Ehre sozusagen runterschlucken und nichts angreifen. Viele, wahrscheinlich
von euch auch, die haben immer so ein bisschen das Problem, ich auch, dass ich im Teamfight immer Damage machen will. Aber das tötet dich häufig. Und einfach mal den Jump zu verkacken, das tötet dich auch häufig. Deswegen musste man jetzt sogar noch flashen, kriegt trotzdem weiterhin sehr viel Schaden. Kann sich natürlich anhand Summer so ein bisschen retten, indem man an ihn springt. Aber der wird jetzt exhausted direkt nach dem Stun. Und das sieht hier wieder gut aus fürs Splice. Nächster Kill gegen Hans Summer, und der wollte eigentlich nur Igna retten. Flash wollte gerade sagen, also ich werde da jetzt ein kleines bisschen tiltet. Will den Supporter retten, stirbt dann noch selber. Flash war da sogar noch nicht mal ready. Aber schön den Schaden eingeschätzt auf der Seite von Splice. Tristan hat ja gerade sehr viele Messerstiche sozusagen gemacht, so kleine, eher Zahnstocher-Piekser. Da muss man immer sehr gut einschätzen können, wie viel Schaden denn möglich ist. Und kurz vorm Turret hat es gereicht. Exhaust auch nochmal benutzt, um nochmal ein bisschen mehr Zeit zum Autotecken rauszuholen. Schön gemacht. Und auch rechtzeitig vor allem den Fokus gewechselt. Hätte man versucht, Igna noch weiter zu chasen, dann wäre hier gar niemand gestorben. Also richtig erkannt, Igna kriegen wir nicht mehr. Hans Summer ist da das Opfer. 1-3, kein guter Start. 100% Kill und Todebeteiligung. Wenn du nur KDA unter 1 hast, ist das meistens nichts Gutes, sagen wir es so. Ja, wenn man bedenkt, wie schnell sich das gedreht hat im Endeffekt. Eben sah es genau andersrum eigentlich aus. Splice hat jetzt den kleinen Goldvorteil, den eben noch Misfits hatte. Auch vom Farm ist man jetzt wieder sehr nah beieinander auf der Botlane. Der größte Unterschied hat man hier in der Midlane, aber es ist halt Syndra im Early Game. Die ist da auf jeden Fall noch ein bisschen besser, gerade in der Laning Phase, als Vladimir. Ja, der Unterschied ist wirklich marginal. Aber interessanterweise ist halt Summer jetzt wirklich dreimal in diesem Zeitraum, wo er keinen Flash hatte, gestorben. Ja. Ein einziger Fail-Flash hat ihn jetzt 3 Tode beschert. Man muss aber auch dazu sagen, dass er angesichts des Faktes, dass er keinen Flash hat, auch zu aggressiv gespielt hat. Also du musst auch deinen Summoners entsprechend spielen. Und wenn du eben nicht weißt, wo die Gegner sind, dann darfst du dich auch nicht in Risikobereiche begeben. Gerade nicht vor Level 6, wo eben weder Rakan noch Kalister sonderlich viel Protection haben. Pau, wie wir jetzt hier ein bisschen bedroht, hat seinen Ghost gezündet, um da den letzten Q zu dodgen. Ob das nötig war, fraglich. Auf jeden Fall ist Sengoku jetzt komplett Und Power of Evil kann das Ganze überstehen. Muss aber hier aufpassen, nicht, dass er gedived wird. Ah, Sejuani ist in der Nähe. Ich verstehe auch tatsächlich gerade nicht, warum man eben auf der Botlane versucht hat, mit Rakan über die Wand zu springen und nicht schon Richtung Kalista gesprungen ist, um danach mit dem Jump schneller dran zu sein. Natürlich wolltest du die Q vom Braum so ein bisschen dodgen, aber dadurch, dass das nicht funktioniert, war es schwierig. So und dir nochmal einen Stun, Wanda. Ah, hätte fast einen Kill bekommen können, wenn Alfari da keinen Flash gehabt hätte. Trashy hier im Jungle. Maxlock kann gerade nicht wirklich Unterstützung von Power of Evil bekommen, denn der kommt an Syndra nicht vorbei mit dem bisschen Leben, was er noch hat. Das war gerade ein bisschen greedy von Alfari auf der Toplane. Hat nochmal in den Minina reingetradet, obwohl schon sehr viel Stacks da waren. Jetzt hier der Engage auf der Botlane. Hans Summer kriegt super viel Damage. Da kommt nochmal der Knockup, dann die Ult von Tristana. Und Hans Summer kommt hier mit nicht mal 100 HP wieder raus. Das war richtig close. Das war richtig, richtig knapp. Und er muss jetzt in die Base gehen. Er kann halt nicht weiter auf der Botlane bleiben. Bedeutet, man könnte hier vielleicht... Oh mein Gott! Und da kriegt Mickey einen Kill auf Kalista. Noch schlimmer für Hans Summer. Hans Summer ist tiltet. Hans Summer ist komplett tiltet. Ja. Das kann ich ihm sagen. Also das ist so ein Move, den machst du nur, wenn du tiltet bist. Du bist 200 HP. Und jetzt kommt hier auch nochmal Igna in Bedrohung. Mit der Ult wegzurennen. Der Stun sitzt auf jeden Fall schon mal. Cobb hat natürlich auch gut eine Attack-Speed mit den Items, die er bisher besitzt. Oh, jetzt muss er perfekt aufwalken. Und das war's. Ein Outtake noch. Oder? Oh, wie bitter. Knapp. Aber schön von ihm, hier konsequent zu bleiben und nicht zu greeden. Ja, da hat auch der Pot oder die Heilung nochmal so ein bisschen das Leben gerettet. Sonst wäre es das gewesen. Turret ist trotzdem down und da ist der Braunpick halt sehr, sehr stark. Und da sieht man auch, wie gut der funktionieren kann gegen einen All-In wie Rakan. Rakan hat sehr starken All-In, kann aber null Protection für Kalista bieten. Und auf der anderen Seite Braum hat auch sehr starken All-In, aber kann eben Tristana vom Rakan-Engage abhalten. Das heißt, das wäre jetzt so wieder so eine klassische Lane, wenn Rakan dich engaged, hätte die Gegnerin kommt nicht wirklich was machen können. Aber da Rakan engaged hat, konnte Splice re-engagen. Und hier dann im Endeffekt sich da den Kill, den Turret und jetzt die Rotation holen. Und das könnte theoretisch sogar das, zumindest das Midgame bedeuten. Da Misfits jetzt hier ja schon fast 2000 Gold hinten, werden jetzt Toplane auch bedroht. Da hat Misfits schon hingeswappt, also so weit konnten sie denken. Nur das 2v2 wird nicht einfacher, das ist das große Problem. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich der Itembild von Hans Summer deutlich Early-Game-lastiger auch ist. Er geht Blade First. Das ist der beste Itembild, keine Frage. Aber Kobbe geht auf Infinity Edge. Was heißt, sein Scaling wird um einiges stärker ausfallen, aber sein Early-Game nicht. Wobei, wenn da mal so ein Crit dabei ist, dann tut das schon ordentlich weh. Ja, der große Vorteil ist natürlich auch immer bei Tristan, dass der Damage praktisch instant kommt und Kalista so ein Weilchen braucht, sag ich mal, bis der Schaden durchkommt. Hier versucht man Mickey so ein bisschen zu catchen. Der wird hier sogar nochmal geroutet. Ignite nutzt man auch direkt. Power of Evil ist dabei. Er muss hier den Schaden machen. Mickey kann aber die Wand springen. Oh, das ist close. Der Sapling sollte nicht rankommen. Ja, das war's. Hui! Dadurch, dass der Sapling nicht mehr rangekommen ist, hat er es ganz, ganz knapp überleben können. Und wenn man das Replay nochmal in Zeitlupe sieht, dann hätte man wahrscheinlich den ein oder anderen Autotech mehr noch durchziehen können. Also
In solchen Situationen kann man auch nochmal den Unterschied zwischen Ligen wie der EU-LCS und der LCK merken. Also ich würde mich festlegen, dass das in der LCK in einem hohen Niveauspiel definitiv ein Kill gewesen wäre. Ja. Einfach nur, weil irgendeiner der Beteiligten bei Misfits ein oder zwei Autotags mehr gemacht hätte. Also das Autotag-Spacing zwischen deinen Spells ist auch was, was die Leute auf dem allerhöchsten Niveau nochmal perfektioniert haben. Was hier definitiv einen Kill hätte bedeuten können. Trotzdem schön gemacht auch nochmal da von Mikey X und Trashy Teamwork. Zahlt sich aus und der Goldvorteil bleibt bei ungefähr 1,5, 1,6. Das ist solid. Kobbe und Michi jetzt wieder im direkten Matchup gegen Hans Zimmer und Ignar. Man geht hier sogar direkt mit dem Jump rein. Man hat noch gutes Movement hier mit Rakan übrig, aber auch Wanda ist zur Stelle. Kann jetzt über die Wand springen, Boomerang trifft, der wurde ja auch ein kleines bisschen angepasst. Da sieht man, das Problem ist, was kann die Botlane von Misfits dagegen machen? Tristana springt einfach nur straight up rein, Mikey trifft sein Q und ultet dann. Misfits kann dagegen nichts machen. Die einzige Möglichkeit wäre seitens Rakan zu re-engagen, dann kommt aber das Braumschild. Also ich denke, die beste Möglichkeit, um sowas komplett zu denyen, wäre einfach mit Rakan sofort zu ulten, zu engagen und dann von der Kalista rausgezogen zu werden. Das wären aber zwei Ultimates für gegebenenfalls eine oder gar keine Ultimate. Also der Trade würde trotzdem gut für Splice ausgehen. Hier kriegen sie jetzt sogar den Toplane-Turret und den Herald. Das Spiel läuft gerade optimal. Und Misfits muss jetzt aufpassen, dass sie hier im Midgame nicht die Führung bzw. das 1-0 abgeben schon. Ja, man ist jetzt auch bei ungefähr 2000 Gold Vorsprung gewesen. Ja, Bottom gerade immer eingerissen, also Alfarik diesmal deutlich besser im Spiel. Ja, auch 20 Farm vorne, kann mit dem Javan diesmal besser umgehen. Javan auch natürlich gegen Nahen ein deutlich besseres Matchup. Ja. Doch nur, weil er eben diese Minina-Form ausnutzen kann. Das war ordentlich Damage, aber eben für einen Vladimir nicht genug. Er hat halt hier die Möglichkeit, normalerweise in den Pool zu gehen. Hier hat es nicht geklappt, weil er voll gestunt wurde. Deswegen kam auch direkt die Ult von Senkax, um da Power so ein bisschen low zu halten, ein bisschen weiter zurückzudrängen. Der entscheidet sich aber erstmal bei seinem Team beim Drachen zu helfen. Und Misfits muss jetzt versuchen, wirklich jedes Objective zu bekommen, was sie kriegen können, weil sie liegen ja wirklich ein kleines bisschen hinten. Selbst wenn der Goldunterschied nicht so groß ist, du hast das schon angesprochen, Tilt ist natürlich auch so ein wichtiger Faktor, was dir gerne mal passieren kann, wenn du so hart fokussiert wirst. Es passiert nicht oft, dass hier jemand 1-4 zu diesem Zeitpunkt steht und wirklich die einzigen Kills zum Gegnerteam ist oder hat. Ich denke, der Itembild lässt das aktuell noch etwas moderater ausfallen. Also dieser Goldvorteil, den Kobbe gerade hat, der fällt nicht so stark auf. Sie gewinnen das 2v2, das gewinnen sie auch unabhängig von diesem Goldvorteil gerade. Wenn es so bei zwei Items ungefähr ist, dann, also wenn Kobbe seinen 50% Crit-Spike hat, da wird es dann merkbar werden, weil gerade wenn er so einen guten Feed hat, die Tanks dann auch noch nicht so viel Armor haben werden. Jetzt hier der Herald in der Midlane geused, wird wahrscheinlich von Power of Evil und Co. nicht verteidigt werden können. Man hat jetzt hier gerade den Rückzug seines Splice nochmal forciert. Ungewöhnlich vorsichtig spielen sie hier gerade, wobei sie haben die Vision, sie sehen, dass da Rakan und auch Kalister von der Seite kommt. Wobei, nee, sie sehen es gar nicht. Warum haben sie sich denn hier zurückgezogen? Trotzdem, Maxlaw ist halt extrem stark hier mit Maokai im Dissing. Vielleicht haben sie sich gerade deswegen zurückgezogen, weil sie nicht wussten, wo die Botlane ist. Und Kalister Rakan ist aktuell wirklich eines der stärksten Engage-Duos, die du auf der Botlane haben kannst. Da, also der Herald, nicht ganz so effektiv gewesen. Turm steht noch. Frage ist, wie lange? Sana in der Mitte, natürlich auch eine sehr bekannte und sehr effektive Turret-Pusherin, ne? Die Bomben tun weh und jetzt ist man hier auch im 4 gegen 1. Man hat sich seitens Misfits dafür entschieden, den Turm abzugeben. Musst du. Das war auch unausweichlich. Ja. Also du hättest ja auf keinen Fall contesten können, selbst wenn du viel Teamfight-Potenzial hast. Misfits ist noch nicht da, wo sie hinwollen. Die brauchen noch ein Weilchen. Vladimir braucht noch ein paar Items, um besser zu scalen und du brauchst auch noch ein bisschen Schaden auf Seiten von Alfari und Hans Zimmer, um da wirklich den Teamfight schnell gewinnen zu können. Denn wenn du es nicht schaffst, Tristana irgendwie festzuhalten und schnell rauszunehmen, dann wird es im späteren Spielverlauf auch sehr, sehr schwierig, gegen die klarzukommen. So ein Crit-Build skaliert immer besser als das, was Kalista baut. Dafür ist ihr 2-Item-Power-Spike mit Blade und of the Rune King und Runan schon ziemlich stark. Ja, und was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Kobbe seinen Warlords dabei hat, während Hansama fervart. Das heißt, Hansama wird Mastery-technisch nochmal einen richtig dicken Damage-Boost kriegen und Kobbe fehlt dieser einfach, was im Tank-Meter-Matchup relativ relevant sein kann. Also wir haben jetzt hier auch wieder auf beiden Seiten drei richtig dicke Kollegen, die lange, lange brauchen, um zu sterben. Das Team von Splice wahrscheinlich da nochmal einen Tacken tankier, weil Braum im Vergleich zu Vladimir wahrscheinlich ein bisschen mehr aushalten sollte. Kommt natürlich immer darauf an, wie gut Vladimir im Teamfight sich healen kann. Aber das bedeutet, dass da dann Kobbe eben schon ein bisschen der Schaden fehlt und Warlords gegen das Team von Misfits auch eine begrenzte Effektivität haben wird, weil Javan ist egal, wie viel Movement Speed du hast, der ultet, macht EQ und ist in deinem Gesicht. Maokai genauso und Vladimir tendenziell eigentlich auch.
Trotzdem ist Warlords jetzt keinesfalls eine schlechte Mastery auf Tristana, also das überhaupt nicht, nur der Schaden wird da auf der Seite von Misfits wahrscheinlich sein. Und ich denke, Late Game wird es immer noch sehr, sehr schwer für Splice, sich hier durchzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Na, Jarvan ja natürlich auch jemand, der sehr gut darin ist, einzelne Ziele zu fokussieren, fast zu töten, sodass die restlichen Teammates nur noch einen Last Hit praktisch machen müssen. Und inzwischen geht es dank Gargoyles auch ein bisschen besser, da wieder rauszukommen. Also es ist wirklich sehr schwierig, die Frontline oder an der Frontline von Misfits später vorbeizukommen, obwohl Splice halt diesmal auch noch nah dabei hat. Also wenn der, den kannst du Splitpushen schicken, da wird er stärker als Jarvan sein. Und wenn er beim Teamfight in der großen Form dabei ist, finde ich ihn persönlich auch ein kleines bisschen stärker als Jarvan. Ja, gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als der Camille-Pick. Also hätten sie im letzten Spiel Nahen statt Camille gehabt, dann wäre der Teamfight vielleicht auch ein bisschen anders verlaufen. Im Endeffekt stimme ich dir da absolut zu. Gerade weil man jetzt sowas wie Rakan hat, jemand, der auch sehr anfällig ist, engaged zu werden im Vergleich zu Braum im letzten Spiel, könnte das ziemlich bitter enden tatsächlich. Aber erstmal muss er die Lane überstehen. 20 Farm ist er immer noch hinten. 2v2 sieht bei Splice auch nicht so viel schlechter aus. Beziehungsweise andersrum bei Misfits. Können sich farmtechnisch sogar noch vorne halten. Also das wundert mich wirklich, dass man mit 1-4 als Kalista hier immer noch so gut mithalten kann. Normalerweise ist Kalista halt ein sehr lane-starker ADC, der aber, wenn er eben die Lane verliert, ziemlich stark nach hinten fällt. Das ist bei den meisten lane-starken ADCs so. Noch haben wir aber keinen wirklichen Teamfight gesehen. Also wenn jetzt hier Kobbe mit Infinity Edge Static am Start ist und Hansama, Blade und Runans hat, dann wird wahrscheinlich Hansama trotzdem relevanter im Teamfight sein. Also das absolut. Der Unterschied wird dann erst so bei 3-4 Items wirklich deutlich. Oh, Wanda. Der geht hier sogar direkt drauf. Will den Tower verzeihen, hat die Wave gecleared und dadurch hat man natürlich auch nochmal den Tower-Schaden auf seiner Seite. Und in sowas ist Nah auch extrem stark. Also 2v1s liegen ihm auf jeden Fall, gerade mit der Ultimate. Gerade sowieso ein bisschen verwunderlich, wie Misfits das Ganze jetzt spielt. Sie schicken ihre eigene Botzeit auf die Toplane, die Star am T2 tötet. Und auf der anderen Seite macht Splice natürlich auf der Botzeit das Gleiche. Aber Tristana, Braum können einen Toplaner um einiges besser wegzone vom Turret, als es Rakan, Kalista können. Vor allem gegen den Jarvan oder gegen den Nah ist halt auch nochmal ein Unterschied. Genau. In der Midlane, der Engage mit dem Root. Rakan kommt hinterher, Knockup Taunt, sitzt schon mal, damit bekommst du auf jeden Fall den Support. Die Frage ist nur, reicht das? Safari kommt jetzt noch von der Seite. Senkak sieht keine Möglichkeit mehr rauszuspringen, den solltest du eigentlich auch haben. Da kommt sogar noch Max Log, geht hinterher. Double Kill für Power of Evil an der Stelle. Und das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung für Misfits. Ja, absolut. Also da sehen wir wieder die Stärke von Misfits und das ist der rohe Teamfight. Gerade jetzt ist die Tristana eben noch wirklich nicht relevant in dem Spiel. Kann eigentlich zu wenigen Zeitpunkten überhaupt Autotacken, weil immer die Bedrohung da ist. Sobald sie in Autotack-Range ist, kann ich der Jarvan anspringen, der Maokai anspringen, der Vladimir bursten, der Rakan engagen. Und für Syndra gilt das Gleiche. Damit der Turret down und Misfits hat das im Prinzip wie im letzten Spiel. Ja. Alles, was Splice die letzten 20 Minuten gemacht hat, jetzt mit einem guten Play wieder negiert. Hier sehen wir das gute Play. Mikey X hat sich mit Half-HP ein bisschen zu weit vorne befunden und vor allem die Trap von Hansama und Igna hat sehr gut funktioniert. Man hat das Team aufgesplittet. Kobba hat in dem Teamfight original nichts gemacht und Senkuks ist dann der Leidtragende. Die Ultimate hat auch nicht viel gebracht. Er musste dann hier sogar nochmal wegflashen. Also da sehr, sehr schöner Teamfight von Misfits. Schnell einen rausgeholt und 5 gegen 4 rausgemacht und dann Splice wie ein Hühnerhaufen einfach nur auseinandergerupft. Ja, man muss auch sagen, es sah für Misfits tatsächlich eigentlich auch nur auf der Botlane wirklich schlecht aus. Die anderen Lanes haben sich ja gut gehalten. Also vielleicht hat man da so ein bisschen das falsche Bild bekommen in der Zeit, wo wir darüber geredet haben. Sie haben natürlich wirklich richtig gute Möglichkeiten hier gegenzuhalten und selbst wieder die einzelnen Gegner, wenn sie nicht richtig positioniert sind, rauszunehmen. Ja, vor allem muss auch so ein Champion wie eine Syndra in diesem Game absolut hart aufpassen. Ja. Sie hat jetzt diesmal die Möglichkeit, sowas wie Kalista oder Rakan durchaus zu one-shotten oder zu bursten, aber wenn sie einen Schritt zu weit nach vorne macht, das haben wir gerade gesehen, dann wird sie aber sowas von engaged und kann da natürlich sehr, sehr wenig gegen machen, weil der Braunpick hier hat jetzt für die Lane sehr stark geholfen und ist auch an sich ein starker Champion aktuell, aber Maokai, Jarvan und Vladimir, die können dieses Braumschritt alle so ein Stück weit umgehen und dementsprechend die Backline trotzdem pressuren. Jetzt muss Alfari aufpassen. Beziehungsweise, Wanda muss natürlich aufpassen. Ja, ein bisschen weit vorne. Aber kann sich das tatsächlich auch erlauben, weil du hast im direkten 1v1 gute Chancen und auch mit Nah hast du gute Escape-Möglichkeiten. Das ist halt einer der Gründe, warum er ein so guter Split-Push-Charakter ist. Wurde ja in der großen Form, glaube ich, auch nochmal ein bisschen angepasst, seine Jump-Reichweite, wenn ich mich nicht irre. Genau, nochmal ein bisschen gebufft worden, das Ganze. Macht das natürlich noch ein bisschen potenter. Also jetzt gerade wirklich einer der Momente, wo Misfits anfangen sollte, selbst vielleicht Teamfights zu forcen. Sie haben den Engage mit Rakan, Kalista, sie haben gerade den 2-Item-Spike auf dem ADC, den 2-Item-Spike in der Midlane, gleich Gargoyles fertig bei Jarvan. Also die sollten jetzt um einiges stärker spiken als die Gegner. Da ist man zwar auch nicht schlecht ausgestattet, aber ich denke, jetzt gerade hat man noch ein gutes Fenster. Gerade weil eben Nah noch keine Resistenzen aufgebaut hat, die Armor sowieso noch etwas dürftig ist, deswegen der Schaden von Hansama auch noch wirklich
wehtut, haben auch dreimal Merkus bei Misfits. Der CC von Splice ist natürlich relativ belastend. Wir haben vier Champion, die mindestens ein, meistens sogar zwei HCCs hier mitbringen. Und du hast auch auf der anderen Seite ziemlich viel guten CC. Also da kommt es dann wirklich darauf an, wer den besser fokussieren kann, wer vielleicht die Carries länger CCen kann, bis sie dann wirklich down sind. Ja. Also für Misfits ist hier, denke ich, im Teamfight definitiv das Motto einfach nur, desto länger der Teamfight geht, desto höher sind unsere Win-Chancen und das ist auch absolut der Fall. So ein Vladimir, der kann sich halt immer wieder hochheilen im Teamfight. Gleiches gilt für eine Kallister. Deswegen hat sie hier auch die Merkus geholt, weil sie wird im Teamfight CC'd werden. Sie wird drinstehen. Sie muss dann einfach eine höhere Autotech-Uptime haben, um den maximalen DPS rauszuholen. Auf der anderen Seite haben wir Champions wie Nah, die, wenn Mega erstmal weg ist, im Teamfight nicht so relevant sind. Sejuani, wenn die Ult raus ist, wenn die Passive weg ist, auch nicht mehr so relevant. Syndra, wenn die Ult raus ist. Tristana, wenn der Q auf Cooldown ist. Das sind alles Schwächen, die dann von Misfits ausgenutzt werden können, wenn sie den Initial-Teamfight für sich entscheiden können oder zumindest überleben. Ja, man hat sich gerade vom Baron noch mal ein bisschen zurückgezogen. Oh, da kommt der Flank. Sicht aufbauen und Power of Evil möchte hier von hinten reingehen. Alfari ist schon mal gut dabei. Da kommt wieder der Taunt-Knock-up. Schöne Ulti, aber die Schilde sind extrem stark bei Splice. Zankax trotzdem fast getötet. Jetzt wird er hier gefinished. Und Power of Evil immer noch in der Backline. Geht jetzt in die Pfütze, um sich auch noch mal ein bisschen hochzuheilen. Und Kobbe versucht es natürlich dagegen zu halten. Kriegt auch den Shutdown auf Power of Evil. Wird direkt danach aber selbst getötet. Trashy kann mit dem Knallzapfen noch mal über die Wand springen. Und ist mit Wanda bisher der einzige Überlebende, aber Wanda, für den sieht es auch nicht so gut aus. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass er hier nochmal rauskommt. Nutzt nochmal den Stun gegen Igna. Der sollte den Jumper gleich wieder ready haben. Dann nochmal Knock-Up von Jarvin. Und das sind vier Kills für Misfits. Ja. Und das sieht wirklich richtig gut aus. Sie haben auch extrem gute Möglichkeiten, sich den Drachen und den Baron zu holen, gerade durch Kalista im Team. Also da wird man auch im späteren Spielverlauf nicht so gut gegen aussehen. Ja, ihre kommt gerade absolut stark ausgenutzt. Genau jetzt war eben der Zeitpunkt, wo sie spiken und sie können die Teamfights forcen. Power of Evil mit seinem Vladimir kam von der Seite. Man hat da mit Rakan sehr schnell Engage gefunden. Jarvan vier Leute eingesperrt. Besser kann es nicht laufen. Hier sehen wir das nochmal. Wieder Mikey X ein bisschen vom Team gesplittet. Dann der Rakan Knock-Up, der Jarvan Engage. Drei Leute sind hier drin. Wanda springt selber nochmal rein. Die Vladimir Ultimate trifft vier Leute. Der Vladimir E macht Ärger. Power of Evil hat hier fast einen perfekten Teamfight, trifft seine AOE-Spells perfekt in die Backline rein, auch Hansama ist nicht so bedroht, Wanda macht es auch nicht schlecht, war aber einfach den Großteil des Teamfights in Minina, konnte seine Ult nicht nutzen, das hätte vielleicht alles ändern können. In der Jarvan-Ult, so eine 4-Mann-Nah-Ultimate, das wäre wahrscheinlich der Turning Point gewesen. Er hat die Ult jetzt hier genutzt und das bringt halt gar nichts mehr. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn Nah nicht groß ist, ist das Teamfight-Potenzial von ihm halt auch nicht wirklich gut. Und da muss ich halt auch wieder die Teamcomp von Misfits loben. Sie haben eben diese Teamfight-Comp, die, wenn da in der Miniform ist, wenn man die Möglichkeit hat, den auszunutzen, den Knall erzünden können, mit Rakan reingehen können. Und jetzt hier haben wir nochmal versucht, am Baron zu trappen, das Ganze aber dann doch abgebrochen. Man sieht die Schadenswerte, die sind sogar relativ ähnlich tatsächlich. Nur eben Misfits auch mit deutlich mehr Leben aktuell, mit deutlich mehr Tankiness am Stall, allein weil Vladimir halt so viel Healing-Potenzial. Man hat es gesehen, der stand ja in drei Mann drin, so lange durchgehalten. Und das mit ziemlich vielen Tank-Items, ne? Ja, das war auf jeden Fall gerade eins der Probleme. Man hat sich auf Vladimir fokussieren müssen, denn der war an Kobbe dran die ganze Zeit. Den hast du nicht schnell genug down bekommen, dann war es halt schwierig. Jetzt versucht man hier die Gegner natürlich zum Baron zu lotsen, ranzuholen. Mickey sollte man eigentlich kriegen. Knock-Up kommt hier. Teleport von Nah ist bereit. Aber der ist wieder nicht groß. Da kommt der Charm wieder von Igna. Und Zenkax, für den sieht es nicht gut aus. Power of Evil im direkten 1v1 bekommt hier den Kill. Der Rest von Misfits bräuchte aber so langsam seine Hilfe. Denn jetzt ist Nah auch groß. Maxlor wird hier noch von Wanda abgeholt. Hansammer und Power of Evil beide gestunt. Und Kobbe ist noch full life. Der kann hier nochmal reinspringen. Holt sich jetzt wahrscheinlich Hansammer. Und Power of Evil muss gucken, dass er nochmal rauskommt. Versucht's. Geht nochmal in den Pool. Sehr, sehr knapp für ihn. Wenn Kobbe jetzt nochmal springen kann, dann sollte er es haben. Power of Evil wollte gerade zurückgehen, weil er gerade die Blutbar voll hatte. Das war ein richtig knapper Teamfight. Richtig schön gemacht von Kobbe an der Stelle. Hat hier seine zwei Items und Executioner's Calling, das hier auch nochmal ziemlich stark geholfen hat. Schön gemacht von ihm. Da sieht man, wie viel Carry-Potenzial eine Tristana in den richtigen Händen auf jeden Fall hat. Aber da muss man auch Misfits ein bisschen kritisieren, dass sie diesmal den Fokus sehr von der Tristana abgewandt haben. Man hat die Syndra bekommen, hier sieht man es aber normal, sehr viele Cooldowns für den Braum benutzt und die haben dann eben gefehlt, um gegen die Tristana vorgehen zu können. Erster, der Teamfight wirklich gut aus, aber man muss auf Kobbe achten. Der hat hier perfektes Positioning, greift hier Alfari an, jetzt Maxlor, macht maximalen DPS und das ist mit zwei Items halt ordentlich, springt dann nach vorne, richtig schönes Positioning, holt sich dann
den Kill auf Alfari, flasht da nochmal hinterher. Das hat er einfach nur wunderschön gemacht. Und hätte Misfits hier ein paar mehr Cooldowns noch ready gehabt und hätten sie ein bisschen mehr Fokus auf Koppe gebracht, dann wäre das hier vielleicht ein nicht 4-4, sondern 3-1, Baron, Inhib und vielleicht das Spiel gewesen. Aber so Splice noch mit kompletten Möglichkeiten. Ja, da macht sich natürlich auch die Auto-Attack-Range von Koppe von Tristana bemerkbar. Kalista muss ja mal ziemlich nah ran. Und Cobb hat hier die Möglichkeit, wirklich aus sicherer Distanz gut positioniert viel Schaden machen zu können. Ja, inzwischen auf jeden Fall. Diesmal auch die Nah-Ultimate um einiges besser gewesen. Weil er noch groß geworden ist während des Fights, was vorhin halt natürlich nicht der Fall war. Man versucht hier schon wieder so ein bisschen zu traden. Hofft, dass man jemanden von Splice rausnehmen kann. Alfari hat noch den Teleport-Vorteil. Also man könnte ihn versuchen, so ein bisschen auf die Sidelane pushen zu schicken. Aber man möchte halt, dass du direkt für den Teamfight von Anfang an eigentlich Jarvan dabei hast. Cobb entscheidet sich jetzt gerade für mehr Crit zu gehen und da bin ich sehr gespannt, ob sich das nicht vielleicht als Fehler entpuppt, weil er jetzt zwei Frontliner hat. Zumindest Jarvan, der schon sehr viel Rüstung hat. Wir haben jetzt Maxwell, der sich auch für eine Gargoyle entscheidet. Wir haben Igna, der jetzt auch schon eine Kettenweste am Start hat. Also drei Champions, die wahrscheinlich über 100 Armor haben, deutlich über 100. Oh, Maxwell. Hier der Engage, Maxwell wird jetzt sofort gestunt, versucht natürlich zu disengagen mit der eigenen Ultimate. Da kommt nochmal der Knock-up von Igna, der geht rein mit dem Charm Power. Evil kommt jetzt wieder von hinten, man versucht an Cobb ranzukommen, der healt direkt. Hat aber auch die Ulti von Vladimir auf sich drauf. Den Damage reicht noch nicht, aber trotzdem erfahre hier mit dem Last Hit. Trashy und Wonder sollten das alleine nicht schaffen. Das sieht wieder nach einem sehr guten Kampf für Splice aus. Der einzige Überlebende momentan noch Syndra. Denn Wonder sollte hier eigentlich nicht wegkommen können. Springt nochmal. Senkax vielleicht kann nochmal helfen mit dem Stun. Versucht sich auf Igna zu konzentrieren. Der kann nochmal einen Knock-up setzen. Und damit kommt Hans Sommer ran und das ist der Kill auf Nah. Die Comp ist so brutal von Misfits. Splice kann nur Teamfights gewinnen, wenn Misfits Fehler macht. Wenn Misfits den perfekten Engage hinbekommt, hat Splice keine Möglichkeit, gegen diese Comp zu agieren. Das ist einfach eine Mischung aus allem, was aktuell super stark ist. Man hat sehr harten Engage, man hat Double Gargoyle, beziehungsweise Maokai hat es jetzt wahrscheinlich erst ready. Man hat mit Vladimir sehr starke Bedrohung für die Backline, der aber auch gleichzeitig sehr viel Zeit rausholen kann mit seinem Pool. Dann haben wir Ultra den Engage, wir haben Kalista hohen DPS. Wunderschön. Der Teamfight gerade war wirklich eine Augenweide. Und jetzt kriegt Misfits hier den Baron. Sind 4K Gold vorn und noch ein, zwei solcher Teamfights und das Spiel sollte gelaufen sein. Ja, du musst auch bedenken, der Teamfight hat nicht mehr perfekt angefangen. Maxlop wurde hier mehr oder weniger so ein bisschen gecatcht. Trotzdem war der Fokus halt wirklich richtig gut auf Kobbe. Großes Problem. Wieder von hinten gekommen. Kernproblem war das hier. Kobbe ist von Jarvan gecombot worden, ist dann im Knock-up gecharmt, im Sprung gecharmt worden und hat jetzt hier keine Möglichkeit mehr von Power of Evil wegzukommen. Er ist dann einfach gesandwiched, links Jarvan, rechts Vladimir, Trashy versucht ihm nochmal zu helfen, hat sogar für den Stun da nochmal geflasht, das hat aber nicht gereicht und ja, diesmal hat man den ADC eben rausnehmen können, man hat sich selbst in diese Situation gebracht, indem man in den Gegner-Jungle reingechased hat und sich dadurch den Disengage-Pfad selbst abgeschnitten hat. Man hatte keine Vision auf Vladimir, das war wieder unglaublich stark gemacht von Power of Evil. Hätte man mit dem Vladimir gerechnet, dann wäre man da wahrscheinlich nicht reingegangen. Und da sieht man es diesmal Hans Sama, MVP des Fights. Aber auch wieder Power of Evil, wie gesagt, mit einem richtig, richtig schönen Flank. Also man sieht aktuell wirklich sehr viele gute Vladimir-Teamfights. Das muss man sagen, auch wenn der Champ komplett widerlich ist. Das war gut gespielt. Das ist natürlich immer noch eine Sache, die dir gerade auch als AD-Carry nicht so gut gefällt. Sollte Cobber eigentlich auch nicht gefallen, denn selbst wenn die Bombe auf ihn setzt, Power of Evil hat immer seinen Pool ready, kann sich, wenn er es richtig timet, natürlich auch heilen. Und bei ihm ist in Sonja ist nicht nur denkbar, sondern es wird auch noch gebaut werden hier als nächstes Item. Und dann ist es halt nochmal schwieriger, ihn irgendwie getötet zu bekommen. Ja, und jetzt ist halt gerade das große Problem, dass Cobbe noch kein Last Whisper hat. Und wir, wie schon erwähnt, bei Misfits sehr viel Rüstung haben. Das heißt, jetzt ist es für Splice wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, Teamfights zu gewinnen. Einfach nur, weil die Frontline vom Gegner viel zu tanky aktuell ist. Also, ich weiß nicht, ob er sich da nicht selbst dann in den Poppes beißen wird, jetzt hier doch nochmal 2,6k Gold für mehr Crit investiert zu haben. Ist zwar natürlich ein guter Item-Build, keine Frage. Aber ob man nicht hier vielleicht den Mortal Reminder vorher hätte durchziehen sollen, das wird man dann spätestens im nächsten Teamfight sehen. Auch Vladimir geht jetzt als nächstes auf Seekers Armguard. Und das ist immer das Problem, du willst ja eigentlich die Rüstungspenetration, also die Armor Penetration, die möchtest du ja haben, wenn der Gegner die Rüstung kauft und nicht reaktiv. Ja. Also du willst nicht sehen, okay, der Gegner hat jetzt Rüstung, also fange ich jetzt an zu sparen, weil jetzt braucht er halt 1000. Ja, und da kommt schon wieder ein Engage-Versuch mit der Maokai Ultimate. Die ist natürlich sehr langsam. Man bekommt aber auf jeden Fall den Tower. Das war sehr, sehr gut. Also es war jetzt ein safer Tower, ohne dass du irgendwas richtig Wichtiges geopfert hast. Natürlich ist die Maokai Ult stark, aber sie ist auch für so eine Aktion extrem gut. Und die hat halt jetzt auch nicht den höchsten Cooldown. Ja, ist ja schon wieder zum Viertel ready. Ja, wenn der Gegner gar nicht fighten möchte, kannst du die Ultimate natürlich sehr, sehr gut benutzen, um den Gegner von irgendeinem Objective wegzuziehen. Sie können zwar weglaufen, aber dann da auch nicht rüberhüpfen.
Krache geht jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal an Misfits. Dauert natürlich ein kleines bisschen. Wahrscheinlich wird Power wieder nochmal zur Hilfe kommen. Goldvorteil weiterhin bei 5.500 Gold. Jetzt das vierte Item fertiggestellt bei Hans Sammer. Es ist der Scimitar. Das ist sehr wichtig auch nochmal gegen die Gegner. Nicht nur für die Magieresistenz gegen Sejuani Syndra und auch Braums Base Damage ist da relativ hoch, sondern eben um dann im Teamfight nochmal schwerer zu töten zu sein. Und eine Kalista ist im Teamfight einfach ein deutlich, deutlich glitschigeres Ziel als eine Tristana. Ja, die hat einen Sprung und die hat guten Damage, das war's. Hat zwar jetzt auch eine QSS, aber wir haben bei Kalista eben diese konstanten Sprünge. Dann haben wir auch noch Double Lifesteal. Dann haben wir die Merkurs Schuhe. Also das wird für Splice ein größeres Problem werden, wenn Senkux hier nicht irgendwie eine 7-Kugel-Ultimate in sein Gesicht böllert. Und das war bisher nicht der Fall. Also die Syndra ist aktuell nicht so zum Vorschein gekommen. Im Vergleich zu Power of Evil, der das Game jetzt hier schon ziemlich hart carried. Ja, es wird jetzt auch bei Alfari vor allen Dingen nochmal ein Locket geben. Bei Maxwell kann man sich das auch sehr gut vorstellen. Würde auf jeden Fall gut zu ihm passen. Es geht jetzt halt wirklich nur noch darum, den Initialburst zu überleben. Genau. Wenn Splice es schafft, so diese ersten Phasen zu überleben, dann haben sie eigentlich gar keine Gefahr im Teamfight. Kobbe muss natürlich trotzdem in Schach gehalten werden. Hat jetzt seinen Mortal Reminder. Das heißt, jetzt sind die Karten wieder ein bisschen gemischt. Aber ich denke, Misfits hat hier immer noch das bessere Blatt. Da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Wir haben jetzt auch ein fertiges Sonyas bei Power of Evil. Das wird nochmal wesentlich schwieriger, ihn zu töten. Und jetzt Igna versucht so ein bisschen Sicht aufzubauen. Der Itemunterschied in der Mitte ist halt so bitter. Ja. Stimmt, du hast halt gerade mal zwei Items plus die Schuhe komplett fertig. Bist zwar kurz vorm Rabadons, also viel fehlt ja nicht mehr. Ich glaube, es wird sogar der Voidstaff werden. Also den hat er jetzt hier wirklich nötig. Aber du hast schon den Late-Game schlechteren Champion und bis dann auch noch anderthalb Items hinten. Wenn Misfits jetzt einen Teamfight force, bevor Senkux den Voidstaff hat, dann sehe ich jetzt hier einfach schwarz. Den Farm von Power of Evil an. Nicht nur, dass er 6-1-4 steht, ja, aber wir sind halt auch schon bei einer guten Farm mehr drüber. 80 Farm ungefähr. Das ist halt ordentlich. Power of Evil carried hier auch teilweise die Teamfights mit seinem Positioning, mit dem Fokus, den er an den Tag legt. Und Vladimir natürlich auch sehr gut daran zu splitpushen, weil er viel Waveclear hat und Senkax ihm gegenüber eigentlich nicht standhalten kann. Ist im Allgemeinen eigentlich ein sehr guter 1v1-Champ. Jetzt der Engage-Versuch hier. Versuchen wir wieder reinzugehen mit dem Root. Rakan ist auch am Start, da kommt Power of Evil schon jetzt die Ult von Maokai. Auch nochmal der Charm von Igna. Man versucht die Gegner jetzt so ein bisschen zu splitten. Na, natürlich mit seinem Kolossus. Da kommt nochmal der Knockup von Igna. Hans Sammer zieht die Spiele raus, damit ist das schon mal ein Kill. Dein Tank, dein wichtiges Teamfight-Tool, ist hier eigentlich schon mal down bei Splice. Trotzdem nochmal ein guter Turnversuch auf Hans Sammer, hat hier einiges an Schaden bekommen. Ja, man sieht, Kobbe fehlt einfach aktuell der Schaden. Als 4-Item-ADC in so einem Teamfight überhaupt keine Relevanz zu haben, ist einfach unglaublich problematisch. Ja. Man muss sich das so vorstellen, hätte er 4 Fervor of Battle mit Level 16, würde er in einem Teamfight ab 10 Auto-Attacks ungefähr 125 Damage mehr pro Crit machen und das mit 2-0 Attack Speed oder so. Das sind 200, 300 Schaden die Sekunde, die ihm hier fehlen. Da sieht man es nochmal, der Flank wieder von Power of Evil gut gemacht. Die Maoke holt auch schön mit so einem leichten Winkel, damit die maximale Distanz. Kobbe hier, Kobbe ist so lange hier raus. Während sein Toplaner fokussiert wird, kann er hier wenig machen. Jetzt fängt er an zu damagen. Die Syndra Ultimate ist auch wieder nicht benutzt worden. Also man ist hier seitens Splice gerade auch ein bisschen einfallslos, was denn Möglichkeiten wären, wenn Misfits den Frontliner rausfokussiert. Und da braucht man eine Antwort, sonst ist das Spiel bald vorbei. Die Stelle war aber auch gerade extrem gut zum Fighten, weil du hast es geschafft, sie, also Splice hier in diesen richtig schmalen Gang zu treiben und der Winkel von der Maokai Ult war insofern richtig gut, weil du einen CC weit hinten getroffen hast. Heißt also, die Gegner wirklich richtig weit auseinandergezogen hast, die konnten sich nicht mehr helfen und so konntest du nah rausnehmen, ohne dass dein Team irgendwas gemacht hat. Absolut. Das war halt richtig, richtig schön gespielt hier von Misfits. Power of Evil jetzt wieder auf dem Weg zum Team in der Midlane. Hans Sammer dann ja auch in der Lage gewesen, mit seinem Runans Fervor of Battle in 3-4 Autotext vollgesteckt zu haben und das knallt dann schon ziemlich rein. Vor allem, weil er den Lord Dominix zur Verfügung hat, was eben nochmal maximale DPS gegen Wanda und Trashy bitte. Bedeutet, während Kobbe mit seinem Mortal Reminder zwar Heal reduzieren kann, was effektiv ist, aber der Schaden ist ein bisschen geringer. Man konnte hier auf jeden Fall gerade nochmal rausspringen, da ist natürlich die Mobilität von Rakan extrem gut und Hans Sammer hätte auch die Ultimate wieder ready. Jetzt geht man wieder rein mit dem Flash-Charm, Knockup trifft, Maokai Ult wird auch eingesetzt, Afari hat immer noch Kataklysmus, den setzt er jetzt ein und wieder drei Mann, die hier hochgeworfen werden. Man stunt Power of Evil, der ist erstmal nicht da für den Damage, die Ulti konnte man trotzdem setzen. Man bekommt jetzt den Kill auf Alfari und Kobbe steht hier diesmal gar nicht so schlecht. Trashy, den versucht man sich jetzt zu holen, der ist auch low, wird nochmal geheilt hier an der Stelle. Mickey, der ist auch noch relativ
gut dabei eigentlich, was das Leben angeht. Und jetzt muss ich Misfits hier mehr oder weniger zurückziehen. Kobbe kann das gut turnen, kriegt jetzt nochmal einen Stun. Da kommt der Teleport von einem frischen Wonder dazu. Den konnte man eben nicht finishen. Oh, und das ist wieder verrechnet. Ein guter Fight für Splice an der Stelle. Wonder wurde zwar auseinandergenommen, fast aber nur. Und Igna, tja, den hat man am Ende nochmal holen können. Damit beide Damage-Dealer, die überlebt haben, also sie können die Base auf jeden Fall deffen, aber sie werden den Baron wahrscheinlich nicht verteidigen können. Ja, das hat Kobbe wieder richtig hart gecarried. Da erneut gar kein Fokus in sein Gesicht. Vladimir Ultimate nicht, Javan Knockup nicht, Javan Ultimate nicht. Und der hat halt wirklich reingefeuert, was ja. Das Zeug hält. Hat sich teilweise nicht mal bewegt, einfach nur um den maximalen DPS rauszuknallen. Dementsprechend sein Team jetzt hier den Baron beschert. Knallt auch nochmal mit einem Crit weg, Smite, was ist das? Und damit kann Splice nochmal gegenhalten. Hier sehen wir wieder den Teamfight, der Engage diesmal suboptimal. Flash Rakan Ult nicht auf die Backline, weder auf Kobbe noch auf Sengkux. Der Initial Engage, man sieht es, Sengkux und Kobbe sind jetzt noch Full HP, obwohl der Teamfight schon voll ausgebrochen ist. Diesmal viel, viel besseres Positioning von den beiden. Und wenn die beiden Carries eben nicht sofort bedroht sind und im Teamfight irgendwie einfach nur weg wollen, sondern auch mal Damage machen können, auch mal ihre Stärken ausnutzen können, dann hatten wir es fürs Probleme. Aber man muss dazu sagen, dass das aktuell hier quasi der perfekte Teamfight von Splice war. Und auch das war wieder nur möglich, weil Misfits einen Fehler gemacht hat und nicht auf die Backline turnen konnte. Diesmal auch der Vladimir Power of Evil nicht mit dem Flank, also der ist wirklich wichtig. Die Ult von Setche war das, glaube ich, die ihn abgehalten hat. Ne? Also sie war hier sehr, sehr gut gesetzt an der Stelle. Na, schauen wir mal, das war auf jeden Fall nochmal ein kleines Comeback. Jetzt sehen wir es halt 10.000 Schaden in einem einzigen Teamfight. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch guten Damage bei Power of Evil und Hanzama. Power of Evils Damage sollte eigentlich ein bisschen höher sein. Vor allen Dingen sollte halt zielgerichteter sein. Jetzt versucht man in der Midlane sogar noch ein bisschen auf Maxor zu gehen. Der hätte die Ulti schon wieder ready. Also ein Disengage sollte hier im Notfall möglich sein. Man muss sich quasi überlegen, wenn das jetzt Kobbe mit Fervor of Battle gewesen wäre, dann wären das hier nochmal so 1000 bis 2000 Schaden mehr, die er gemacht hätte. Und das hätte dann wahrscheinlich sogar das Ace bedeutet. Jetzt versucht man sich am Elder Drake. Das ist natürlich riskant, weil man dann automatisch angreifbarer ist. Und vor allem der Flank für einen Power of Evil, da sieht man, sie hat schon versucht, von rechts zu kommen, deutlich einfacher ist. Aber man zieht das Ding trotzdem durch. Die Frage ist, ahnt Misfits das? 6000 Gold? 6000 Leben das Ding nur noch? Ja, den kannst du nicht stealen. Es ist halt sehr schwierig, da vorbeizukommen, wenn Power of Evil nicht irgendwie hinter dem Baum kommt. Denn der ist halt richtig gut. Wenn er vor den Gegnern steht, kann er sehr viel Schaden abfangen, selbst wenn du mit Hanzo mal so ein bisschen vorbeikommst. Im Endeffekt ist er doch stark genug, um die Gegner zurückzutreiben. Der Goldvorsprung, den Misfits sich hier aufgebaut hatte, den hat man schon fast wieder einholen können. Baron und Andrach, es gibt nichts Besseres, um die gegnerische Base zu pushen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Wave-Kontrolle gerade mit Ausnahme von Botlane sehr gut für Misfits ist. Deswegen haben sie hier wahrscheinlich bewusst diesen Trade eingehen können oder sind hineingegangen, weil Toplane pusht gerade rein mit einer Slow-Push-Wave, Midlane ist sogar am Ende nur Botlane. Wenn man diese Wave verteidigen kann, dann ist sowohl Baron als auch Elder Drake eigentlich völlig irrelevant. Aber das kann man leider nicht und dementsprechend fällt dieser Turm Inhib. Wird wahrscheinlich auch fallen. Man will hier einfach nicht das Spiel riskieren. Mit einem verlorenen Inhib, damit kann man leben. Aber hier in diesem Teamfight wäre die Chance, das Spiel zu verlieren, alleine durch den Elder Drake und durch die hohe Masse an Minions, viel zu hoch. Und das weiß Splice, können damit ihre Stärke hier ausnutzen und müssen keine Angst haben, engaged zu werden. Obwohl eben in der Base vom Gegner zu fighten eigentlich immer eine sehr riskante Möglichkeit ist, weil Vladimir da viel, viel besser von hinten flanken kann. Man zieht sich jetzt hier zurück, hat den Inhib bekommen. Ich denke, beide Parteien sind mit dem Ausgang dieser Situation mehr oder weniger zufrieden. Ja. Das war das, was Misfits bereit war aufzugeben. Und das war auch das, was Splice wahrscheinlich hier rauskriegen wollte. Ist nice für sie. Damit ist das Spiel wieder komplett offen. Und der untere Inhib ist natürlich hinsichtlich des Barons mit Abstand am angenehmsten. Ja, wenn Misfits hier den Fight gestartet hätte, hätten sie den auf jeden Fall verloren. Dann hätte Splice 2-3 Kills gemacht. Dann hätten sie komplett finishen können. Ja. Also so hat man sich selbst nochmal ein kleines bisschen Zeit, sage ich mal, verschafft, um das Game zu holen. Misfits liegt halt schon vorne. Einen Sieg haben sie. Es wäre für sie ein 2-0. Und gegen Splice wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Sieg, denn Splice ist kein schlechtes Team. Wir sehen es ja auch. Sie halten sich diesmal einwandfrei. Es gefällt mir wirklich besser, dass sie hier auch ein bisschen mehr Teamfight-Potenzial haben als vorhin. Ja, das definitiv. Kriegen jetzt hier auch nochmal den Midlane-Turret. Also doch nochmal ein kleines i-Tüpfelchen auf den Baron-Buff gesetzt, aber diese Wave jetzt kaputt. Interessant finde ich auch, dass sich Sengkux doch für die Rabadons entschieden hat, gegen Voidstuff. Wir haben hier Hanzama, der mit 3 MR-Items am Start ist. Skimitar, Maw und Merkur, wahrscheinlich so 120, 130 MR hat. Man will jetzt hier den Midlane-Turm sogar mal angehen und mit Tristana macht man das natürlich brachial schnell und solange Misfits hier keinen Hard-Engage findet, haben sie keine Möglichkeit, das Ganze zu denyen. Power of Evil kommt jetzt von links und da ist der Engage. Reingehen. Rakan hat schon mal Movement-Speed gezündet, ist ein bisschen später, um mit der Ultimate starten zu können. Jetzt kommt Maokai, man kommt wieder nicht an Kobbe ran, der ist aber auch schon auf der Hälfte, er versucht jetzt zu turnen. Wonder jetzt weniger nach, springt aber raus. Ist ein bisschen gespittet. Dann kommt nochmal von Sengkux. Man versucht jetzt zu turnen. Da kommt der Charm, den man sich lange aufgehoben, um an die Backline zu kommen. Das reicht nur nicht, weil du nicht an Braum und nah vorbeikommst. Da kommt nochmal die Ult von Alfari. Das könnte sein, was man hier braucht. Kobbe springt trotzdem nochmal raus. Trotzdem Triple Kill für Kalista.
Und beide Carries überleben, ähnlich wie beim letzten Fight, bloß diesmal sieht's besser für Misfits aus. Ja, und da sieht man aber auch einfach, dass Wladimir Kallister das deutlich bessere Carry-Duo aktuell ist. Die versuchen, jetzt Richtung Nexus zu gehen. Und Jarvan könnte das alleine nicht verteidigen. Das ist deren einzige Möglichkeit, weil im Endeffekt 2 gegen 5 mit so hohen Todeszeiten das Spiel nicht mehr zu verteidigen ist. Jetzt aber muss man hier Base gehen, weil Tristana das Ganze natürlich wegrusht. Also auseinander. Der Tower ist gefallen, damit ist der Nexus offen. Man schießt hier nochmal Fari zurück, versucht jetzt mit dem Knock-Up, der Nexus fast down. Man kriegt jetzt Traube. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Das reicht. Und Sengas holt sich hier die 50 Gold und damit den Sieg für Splice mit einem Backdoor. Das war einfach richtig gut gespielt. Oh mein Gott, ist das bitter. Da hätte Rakan wahrscheinlich mit in die Base gehen sollen. Der hat ja sowieso nicht wirklich viel, der was hätte, Push der hätte noch, also alleine nur mit Rakan hätte das auch nicht gereicht. Meinst du nicht, ein Knock-Up mehr zu haben? Das war ja super close. Also, ich glaube, jetzt. Achso, du meinst jetzt am Ende? Ja, quasi am Ende. Ich dachte, du meinst nur mit Jarvan. Nee, also ich meine Rakan noch mit in die Base zu bringen, weil der hat jetzt gerade mit Kallister gepusht. Der hat ja sowieso kaum Attack Speed. Ja. Also, vielleicht da ein kleiner taktischer Fehler von Misfits, der ihn jetzt hier das ganze Spiel versaut hat. Den Teamfight gewonnen, aber super Shotcalling. Also die Gunst der Stunde genutzt und der Inhib hat das Spiel dann letztendlich doch gewonnen. Starkes Ding. Ich persönlich würde behaupten, dass Misfits eigentlich das bessere Team war in dem Game, aber wenn du solche Fehler machst, beziehungsweise wenn du den Gegnern solche Möglichkeiten lässt, dann verlierst du das Spiel verdient und Splice hier mit einer genialen Aktion und Kobbe, der hat das Spiel schon die ganze Zeit gecarried und jetzt hier dann nochmal den Todesschlag gegeben. Schönes, schönes Spiel und das heißt, wir können uns auf ein weiteres freuen. Ja, hoffentlich sehen wir da wieder so eine ähnliche Teamkampf von Splice, was funktioniert auf jeden Fall besser momentan, wenn du eine Teamfight-Comp pickst. Was unsere Analyse-Ecke und Scarface und Frenic zu diesem Backdoor zu sagen haben, werdet ihr gleich sehen. Holt euch nochmal einen Schluck zu trinken, denn es wird gleich das letzte Game des heutigen Tages sein. Wir haben nur 3. Kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? We'll be right back.
macht das wunderbar. Was ist denn da los? Oh, jetzt ist die Mucke aus. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Oh ne. Ich finde diese Mucke so geil. Ja, ich glaube, die ist so geil, wirklich. Jedes Mal freue ich mich, wenn die Regie vergisst, sie auszumachen. Naja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Abend-Analyse-Ecke mit Kalle, mit Frennig und mit Scarface. Jetzt habe ich die mal zuletzt genannt. Ha. Aber ist nicht so schlimm. Ja, die guten Jungs von Splice haben es geschafft und das 1:1 geholt. Wieder ein Back-and-Forth-Game, wieder hin und her. Was ist da passiert? Ja, ich denke, Splice hat jetzt endlich herausgefunden, wie man das Game spielen sollte in der Meta. Sie haben Teamfights auch relativ gut gespielt. Vor allem Cobby hat mir sehr gefallen auf der Tristana. Hatte sehr viel Impact in Teamfights. Und ja, ganz am Ende dann dieser Backdoor, obwohl sie den Teamfight verloren haben. Das war ein kleiner Fehler von Misfits. Und ja. Was hätten sie anders machen müssen? Hätte einfach nur jemand anderes mit zum Deffen gehen müssen? Oder? Ja, ich denke, sie hätten Rakan auf jeden Fall in die Base schicken sollen, weil er auch an Turrets nicht so extrem viel Schaden macht. Und ich denke, dass sie dann 2 gegen 2 das hätten deffen können in Time. Ja. Ja, und dann hätten quasi die anderen ein bisschen weiter durchpushen können, vielleicht ein Inne bekommen. Dann hätte es nochmal einen Fight gegeben oder so und dann wäre es vielleicht gewesen. So aber hat Splice das relativ lau und sneaky. Wegen Schlange, weißt du? Ja, gut. Haben es dann gelöst. Wir haben wieder 4 Replays für euch. Wir schauen uns erst mal rein. Ja, hier klassische Situation, Teamfight in der Midlane. Das haben wir sehr, sehr oft gesehen in diesem Spiel. Sehr schöner Engage von Misfits an der Stelle. Dann kommt noch ein TP durch von Alfari. Sengoku muss wegflashen, Alfari flasht hinterher und im Endeffekt gewinnt Misfits ganz eindeutig dort den Teamfight und kann sich danach, glaube ich, auch den Midlane-Tower sichern. Oder ja, zumindest Objective. Wir haben aber ganz viele Teamfights gesehen, die entweder eindeutig für das eine Team oder eindeutig für das andere Team ausgegangen sind. Warum war da so eine, ja, so eine Balance, möchte ich schon sagen, was die Teamfights angeht? Also ich denke, dass die Teamfights einfach, also die Teams haben gelernt, wie man Teamfights spielen sollte. Im Game haben auch geschaut, ja, wen müssen wir fokussen, auf was müssen wir engagen, wie engagen wir. Und ja, ich denke immer, zur Zeit in der Meta, das Team, das engaged, hat einen kleinen Vorteil, einfach weil sie entscheiden können, ja, wie fighten wir. Und ja, beide Teams haben es eigentlich relativ gut gemacht. Manchmal das eine Team, manchmal das andere. Man merkt einfach, dass die Teams ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen und ja. Ja, ja, du hast es gerade gesagt, du hast auch vor dem Spiel schon gesagt, du findest beide Teams ungefähr auf dem gleichen Level. Ja. Das hat sich auch in diesem Spiel wieder abgezeichnet. Wir gehen mal ein zweites Replay rein. Ja, wir sehen hier wieder einen Teamfight und Alfari geht ja auf Mickey X. Mickey ist ein bisschen weit vorne und wird von allen gefokust. Kann da natürlich wenig machen und dann kann Spice natürlich fast gar nichts mehr machen ohne diesen Braum. Senkax wird auf der Seite hier rausgepickt von Power of Evil. Was aber Splice sehr gut macht und vor allem Cobby, man sieht es im Teamfight sehr gut, dass Cobby einfach sehr gut als Carry spielt. Er wird von nichts CC'd, hat sehr viel DPS rausgehauen und ja, überlebt am Ende als Einziger. Hätte hier fast alle töten können, Vladimir hat am Ende noch überlebt und dadurch wurde die Tristana so gefeedet wegen dem Fight. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Nächstes Replay bitte, ab dafür. Jo, wer hätte es anders gedacht? Wir sehen hier wieder einen Teamfight. Power of Evil macht das sehr, sehr schön. Sehr schöne AOE-Damage. Und sie benutzen einfach alle Cooldowns, alle CC-Cooldowns. Stoneplate von Wanda lässt ihn etwas länger überleben, ist dann aber gecatcht in der Javan-Ult und stirbt dabei auch. Das ist im Endeffekt dann ein 1-0 für Misfits, obwohl sie danach dann nochmal oversteppen und einfach einen Kill abgeben. Aber an sich war der Fight sehr, sehr schön von Misfits und sehr, sehr schön engaged. Ja, und trotzdem sieht man hier auch nochmal, beide haben Respekt voneinander gehabt. Ne? Also man hat jetzt nicht einfach auf Teufel komm raus versucht, hier irgendwie die Kills zu forcen, sondern man hat immer versucht, den nötigen Abstand zu halten. Tristana auf dem Level gewesen, wo sie auch schon sehr gefährlich waren zu diesem Zeitpunkt. Dementsprechend, na, die andere Szene davor haben wir ja gesehen. Sie kann natürlich bei einem Reset dann einfach wieder hinterher jumpen oder wegjumpen, je nachdem. Und dementsprechend hatte man den nötigen Respekt auch an Seiten von Misfits. Hast du das Gefühl, sie hätten hier noch weitergehen können oder war das genau richtig, hier wegzusteppen? Das Problem war, wenn sie weitergehen, die Kalista war auf der Wolf Wall. Das heißt, sie konnte da nicht rüber. Das heißt, es wäre ein 4 gegen 4 gewesen und ohne den AD Carry ist es natürlich belastend. Also da kann man halt einfach nicht fighten. Und ja, war gut, dass sie da rausgegangen sind und ja. Ja, dann gucken wir nochmal das letzte Replay an, ob das auch ein Teamfight ist, werden wir jetzt sehen. Ja, war natürlich ein Teamfight in der Midlane. Wieder schön engaged von Misfits. Man sieht hier einfach, wie Cobby und Hansame die meisten Damage machen. Generell hat man ja auch an den Damage-Graphen gesehen, dass die beiden Carries einfach immer so 5.000 bis 6.000 Damage in Teamfights machen und sozusagen den, die Fights ausmachen. Die Tanks versuchen einfach nur die ganze Zeit die Carries zu CC'en, dass die, also generell die Gegner zu CC'en, dass die Carries Damage machen können.
Und ja, es ist immer so hin und her. Und wenn einer Fehler macht, wird er dafür gepunished in Teamfights. Das ist eigentlich eine sehr schöne Meta, dass wir immer Fights sehen und immer Action. Und ja, denke, Spice hat das am Ende ganz gut gemacht, dass sie noch reengaged haben und diesen Pick bekommen haben und danach ja auch den Nash. Ja, wir haben jetzt hier nochmal gesehen, du hast es gerade auch angesprochen, die Carries haben hier auch sehr gut gecarried in diesen Spielen. Und das ist natürlich meine Frage, ich habe am Donnerstag gefragt, haben wir jetzt quasi ein Flashback zu dem Meme ADC in 2K17 Lul, würde sich jetzt für mich denyen oder beziehungsweise widerlegen nach dieser Aussage von dir, die Carries sind auf der AD-Carry-Position immer noch sehr wichtig. Ja, sie sind extrem stark, vor allem dadurch, dass sie extrem viel Peel in dieser Tankmeter haben, also bis man durch die Frontline durchkommt, das dauert natürlich und es geht eigentlich im Moment nur darum, welche Frontline länger stehen bleibt und die gewinnen den Teamfight sozusagen. Seid ihr mit dem aktuellen Stand der Meta zufrieden? Wünscht ihr euch genau so das Spiel oder ist das für euch zu tanklastig? Also wir hatten ja tatsächlich schon lange keinen Tankmeter mehr und diese Teamfights und ich mag eigentlich Teamfighten sehr gerne. Und finde es gut, dass mal wieder so eine Meta da ist. Also ja. Ich habe da nichts dagegen. Ich mag es auch sehr zu Teamfighten. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass ich jetzt im Jungle dann zum Beispiel nicht mehr so Champions wie Kha'Zix, Lee Sin oder Nidalee zum Beispiel spielen kann eigentlich. Weil wenn das Spiel bis zu 30, 40 Minuten geht, dann ist man halt komplett useless in Teamfights. Mhm. Und ja. Ja, also die Playmaker sind jetzt quasi so ein bisschen außen vor. Wir gehen jetzt rein in die letzte Pick- und Bannphase zwischen diesen beiden Teams, denn es geht jetzt wieder los. Die Misfits sind diesmal wieder auf der blauen Seite und Splice auf der roten. Und wir werden jetzt sehen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Es geht jetzt also um alles. Es geht um den Punkt in der Tabelle und wir sehen drei Bans. Zack, der ist irgendwie immer First Band auf der roten Seite. Maokai wird jetzt gebannt. LeBlanc sehen wir auch wieder raus und Caitlyn. Da lacht der Maxlow sofort, als er den Maokai-Ban sieht. Hat auch eine sehr solide Performance abgeliefert, also da kann man auf keinen Fall was dagegen sagen. Und da hat Splice wohl nicht so Lust drauf, drei Games hintereinander gegen zu spielen. Also wir sehen jetzt hier einen Tristana-Ban, das heißt Splice kann jetzt entweder Kalista bannen oder, ich wollte gerade sagen Cho'Gath, aber jetzt ist beides offen, jetzt traden die. Man muss natürlich schauen, wo liegt die Priority und ja, Misfits denkt sich Cho'Gath. Warum hat man jetzt Syndra gebannt? Also ihr habt beide vorhin gesagt, ja, eigentlich momentan nicht so der starke Champion. Trotzdem bannt Splice ihn jetzt raus. Also es ist eigentlich egal, was Splice hier bannt. Hauptsache sie bannen nicht Cho'Gath und Kalista oder irgendeinen anderen wichtigen Champion. Wir sehen hier Kog'Maw, Orianna, First Rotation und deswegen natürlich auch der Syndra-Bann wegen der Orianna. Gut, also man möchte also quasi seinen eigenen Counter irgendwie so rauskriegen, weil man vielleicht schon vorher wusste, man möchte Orianna picken. Genauso das gleiche gilt wahrscheinlich für Kog'Maw. Ja, das sieht mir schon jetzt sehr, sehr stark nach einer Hyper-Carry-Comp aus. Was ich an sich nicht so gut finde, dass man das schon so früh zeigt, welche Comp man haben möchte. Allerdings ist das in der derzeitigen Pick- und im derzeitigen Pick- und Bann-System fast gar nicht anders möglich, weil sonst alles rausgebannt werden kann. Dann nimmt jetzt die Kalista mit. Damit hat man drei Games hintereinander auf Hand. Sammer. Die Kalista hat eigentlich in beiden Spielen auch eine sehr solide Performance darauf gezeigt. Und jetzt kann man noch ein. Na, vielleicht wieder einen Braun mit dazu nehmen, aber man entscheidet sich erstmal für eine Talia. Ja, ich denke, man sollte auf alle Fälle Midlaner picken in der Rotation, weil Syndra und LeBlanc schon gebannt sind und sonst Splice einfach zwei Midlaner bannt und dann nichts mehr überbleibt. Also ich denke, Splice hätte auf alle Fälle Talia gebannt in der Rotation, also finde ich den Pick ganz gut. Ich denke, Splice sollte jetzt hier wahrscheinlich einen Support picken und dann zwei Supports bannen. Wahrscheinlich werden sie Thresh und Rakan bannen, einfach wegen der Kalista Synergy, damit sie auf der Botlane nicht so stark abused werden können. Was könnte man dann noch nehmen? Alistar vielleicht? Zum Beispiel, ja. Oder Trundle. Ja, Trundle haben wir im ersten Spiel auch gesehen, stimmt. Was ich hier ansprechen möchte, ist, dass Splice jetzt normalerweise Supporter bannen sollte. Das wundert mich jetzt eigentlich, dass sie jetzt hier den Jarvan bannen und was wollte ich noch sagen? Ja, eben haben wir gesagt, vielleicht Supports raus. Genau, Misfits sollte hier jetzt auf alle Fälle Jungler bannen, das wollte ich sagen. Weil Sejuani ist natürlich immer noch offen und Sejuani ist ja einer dieser Engage-Tools. Misfits hat theoretisch schon einen Jungler in Cho'Gath. Und sie können hier theoretisch das einfach Sejuani bannen und noch einen Tank-Jungler. Oder Elise ist auch noch open und ist einfach durchgekommen. Das wundert mich tatsächlich. Ja, ich denke einfach, dass die Teams nicht so confident darin sind, extrem hart zu snowballen mit diesem Champion. Weil beide Teams recht solide sind und kaum oversteppen auf Lanes. Deswegen Ganks natürlich auch schwieriger werden. Sie haben den Cho'Gath first rotated, wollten deswegen auch nicht diese Renekton Elise Comp spielen, weil ich denke, dass sie, wenn sie damit nicht extrem snowballen, das hat man gestern bei Unicorns gesehen, dass es dann im Late Game einfach ziemlich useless ist. Ja, jetzt haben wir den Freshman gesehen. Welchen Support würdet ihr dem Misfits jetzt empfehlen? Was mit Tahm Kench eigentlich? Ich denke, Tahm Kench ist an sich ganz stark. Ich denke aber nicht, dass das hier ein guter Pick wäre, weil sie die Kog'Maw und Braum Lane pressuren wollen.
Sie möchten auf jeden Fall das abusen, dass Kog'Maw nicht so eine gute Landing-Phase hat. Ich kann mir eher vorstellen, dass das ein Rakan wird oder vielleicht sogar ein Range-Support, aber die Range-Supports sind zurzeit nicht so stark in der Meta, deswegen denke ich, dass das ein Rakan wird, vor allem, da sie dann guten Engage auf den Kog'Maw im Late-Game haben. Ja, ich denke auch, dass Engage in Misfits Comp relativ wichtig ist noch, weil Misfits kann jetzt keinen Jarvan mehr picken, der immer so reliable Engage war für sie. Ja, man kann hier diesen Gnar blind picken tatsächlich, da sehr viele Top-Laner gebannt sind. In Jarvan, Gragas, Maokai kann man auch Top-Lane spielen natürlich. Und ja, Gnar ist ein sehr guter Blind-Pick, Teamfighter. Und ja, jetzt sollte man wahrscheinlich den Rakan picken. Ja, wir sind gespannt, welcher Support es jetzt im Endeffekt wird. Rakan haben wir auch schon gesehen. Eben. Und? Oder Alistar. Jetzt hat der Kalle mal recht. Ja, Alistar auch sehr gut. Sie können All-In auf der Botlane gegen Kog'Maw, was natürlich sehr, sehr gut ist. Können mit der Talia das auch enablen, da sie, wenn sie mit Pressure haben, was natürlich auch so ein bisschen mit dem Jungle-Matchup zu tun hat, einfach runterulten können, also wenn sie First Roam auf der Midlane haben. Und dann werden sie natürlich versuchen, die Botlane so hingehend zu abusen, dass sie gar nicht jetzt erstes Spiel finden mit dem Kog'Maw. Also der Kamel-Pick finde ich jetzt nicht so gut, da Gnar eigentlich eine sehr gute Lane gegen Kamel hat. Das Einzige, was Spice machen kann, ist diesen Gnar wirklich campen, wie sie es gegen den Jarvan gemacht haben. Ich denke auch, dass der Gameplan von Spice wird, wieder Wanda auf der Sideline ahead zu bekommen. Das Problem, das Spice natürlich dann hat, ist der Engage von Misfits. Sie haben eben Kalista, Alistar und eine Talia-Ulti. Und Spice hat zwei immobile Carries. Ja, ich denke tatsächlich, dass Misfits die bessere Comp hat und ja, die werden gewinnen. Dem stimme ich zu. Ich denke nicht, dass Kog'Maw in dieser Comp so extrem stark sein wird. Wir haben ihn jetzt die Tage auch schon mal gesehen. Mit einer ähnlichen Comp, da hat das nicht wirklich funktioniert. Ich denke, dass Misfits auch sehr gut um die Botlane generell herumspielen kann. Und ich denke nicht, dass der Kog'Maw überhaupt ins Spiel finden wird. Gut, wir werden sehen. Wir geben jetzt ab an unsere beiden Kommentatoren im letzten Spiel des Tages, denn wir haben heute nur ein Best of Three, mit Bahamebart und Sola. Viel Spaß. Danke, Kalle. Wir sind natürlich wieder am Start hier in der Caster-Ecke. Und wir sehen wieder Shugart. Heute bisher eigentlich immer gebannt gewesen. Er ist extrem stark momentan. Die Winrate geht durch die Decke im Solo-Queue. Und wir haben auch in den bisherigen Spielen gestern und vorgestern gesehen, dass er zu Recht gebannt wird. Weil er halt extrem tanky ist und trotzdem guten True-Damage mitbringt. Das auf jeden Fall. Trotzdem ist Kog'Maw, denke ich, ein Champion, der eben einer zu den Besseren gehört gegen Cho'Gath. Er hat zum einen mit dem W aktiv eine hohe Range, sodass Cho'Gath nicht easy seinen Q treffen kann. Und er profitiert ja davon, dass Cho'Gath so absolut viel Leben stackt. Auch Gargoyles Stoneplate ist im Endeffekt eher hilfreich für Kog'Maw, weil die ja alle dann mehr HP haben. Aber tendenziell wird es trotzdem nicht einfach für die kleine Raupe hier gegen Gnar, gegen Talia, gegen alles, was Misfits da zu bieten hat. Alistar, wenn der einmal rankommt, kann Kog'Maw auch nicht zu schaffen machen. Also die Comp von Misfits, wie auch schon die ersten beiden Comps, sehr stark auf Teamfight, auf All-Ins ausgerichtet. Mit dem dritten Kalista-Pick hier. Hat eigentlich in den ersten beiden Spielen auch schon gut funktioniert. Nur Cobb hat eben im letzten Spiel auch schon gezeigt, was er als ADC alles so leisten kann. Mit Kog'Maw kannst du dir allerdings noch weniger Fehler als mit Tristana erlauben, weil du eben eine Safety Möglichkeit weniger hast. Ja. Ich denke, Late Game sind wir hier auch wieder sehr nah beieinander auf beiden Seiten. Wir haben mit Kog'Maw Orianna. Oh Mann. Der fucking Skin ist der beste der Welt. Der ist halt richtig gut, ne? Vor allem ist ja auch jede Farbe hat auch eine andere Mütze. Also die. Ja. Das Gesicht von der Kuh oben ist mit jedem Skin anders. Ich habe den pinken, der ist auch ziemlich geil. Pink ist natürlich die beste Farbe. Der Sound ganz von der Glocke ist halt einfach geil. Deutschland ist. Im Endeffekt natürlich hier müssen wir wieder mit einer richtig guten Teamfight kommen. Bei Splice hast du wieder eine Camille, die eher so ein bisschen Richtung Split-Push gehen kann. Da wurde eben schon gesagt, Gnar ist dagegen kein schlechter Pick, sollte gut klarkommen. Und wir sehen hier einfach die ganze Zeit den Alistar-Skin. Ja, die Kameramänner können da auch nicht wirklich ihre Augen von lassen. Ich hoffe auch, dass er nach jedem Tod auf den Leichen der Gegner tanzen wird quasi. Das ist ja mit dem Skin eigentlich schon notwendig. Wir haben auch wieder Favor of Battle bei Hans Sammer und Warlords bei Kog'Maw. Kog'Maw im Vergleich zu Tristana kann sich das aber easy erlauben, weil er in seinem Kit halt mehr als genug Damage mitbringt. Item Build wird hier wahrscheinlich in Richtung Gunblade Ginsus gehen. Das hatten wir im ersten Spiel Varus nicht gesehen. Hat mich ein bisschen verwundert. Hier würde ich es mich aber nicht wundern tatsächlich. Sehen jetzt hier bei Cho'Gath einen ganz normalen Red Buff Start. Nichts fancy-schmancy-mäßiges mit den Raptoren. Auch bei Splice nicht. Power of Evil, die gerade mit Talia ein bisschen bei den Raptoren gestresst. Habe jetzt gar nicht genau gesehen, ob er einen Farm gekriegt hat. Ne, er hat null. Normalerweise kann man sich dann immer ein oder zwei Minions snacken, was den Gegner-Jungler ein bisschen nach hinten bringt, weil er eben nach drei Camps dann nicht Level 3 wird. Ja. Ansonsten wäre auf der Top Lane natürlich Alfari. Der sollte durch seinen
eine Auto-Attack-Range und durch den Jump eigentlich gar nicht erst richtig in Bedrängnis geraten gegen Wonder, gegen Camille hier. Und wir sehen jetzt, diesmal wird der erste Drache tatsächlich ein Höllendrache. Das hätte Misfits eben auf jeden Fall gut getan, denn da hatten sie die meiste Zeit lang den Druck auf den Objectives und konnten sich da eher die Drachen holen. Zumindest am Anfang. Den Ahndrachen hat später ja Splice bekommen. Ich denke tatsächlich, dass Misfits diesmal auch ziemlich guten Fokus hat, um Kobbe rausnehmen zu können, weil halt auch vier Klickfähigkeiten dabei sind. Und Shogard, wenn der erst einmal dran ist, dann kommt halt die Ult und dann ist Kogma auch schon so gut wie down. Natürlich ist bei Shogard der große Nachteil, du kommst dort nicht gut ran, klar. Aber gerade mit diesem Decaying Slow, den du jetzt auf den Auto-Attacks hast, kannst du halt ein bisschen leichter dranbleiben, finde ich, als früher. Und ansonsten bietet halt immer noch viel Unterstützung fürs Team. Mit dem Silence, mit dem Knock-Up und auch mit dem Schild von Locket später. Ja, man sieht hier Botlane, Splice mit Problemen. Kell ist da definitiv ein Lane-dominanter ADC. Bin auch Wanda gerade ordentlich kassiert. Man sollte Kog'Maw Botlane aber nicht unterschätzen. Also Kog'Maw ist nicht so schwach im Early Game, hat halt eine hohe Range und einen ziemlich guten Grundschaden, was es ihm erlaubt, jetzt zum Beispiel auch früh auf Schuhe zu gehen, dadurch wieder mehr Mobilität zu haben. Prinzipiell bei Alistar gegen Braum ist immer früher das Motto gewesen, der zuerst Engage verliert. Das heißt, wenn Alistar engaged, kann Braum das Schild einfach heben und wenn Braum engaged, schmeißt Alistar den ADC weg und der Supporter wird fokussiert. Haben jetzt hier auch wieder den Dorans Shieldstart bei der Kalista und Toppin. Dive-Versuch, Wanda. Ja, 1 heißt gegen Dive? 3. Man findet sich gerade hinterm Tower. Wanda könnte aber unter den nächsten Tower kommen. Man hat sehr gut gerade dem Knockback ausweichen können und dadurch kommt man hier nochmal lebendig raus, auch wenn man geflasht hat, aber Alfari hat auch geflasht. Also insofern ist alles in Ordnung. Und er hat vorhin auch noch TP ready, wird deswegen nicht so viel Farm verlieren. Also ich denke, problematisch war hier, dass man nicht auf Maxlock gewartet hat. Es war im Prinzip ein 3-Mann-Dive. Aber Wanda hat so viel Distanz überwunden, dass Maxo überhaupt nichts machen konnte bei diesem Dive. Wäre er da in der Lage gewesen, einen Knock-Up oder Silence zu treffen, wäre es der sichere Tod von Wanda gewesen. So, aber schön gemacht, hat das Ganze locker überlebt und ist jetzt hier nur leicht im Farm hinten. Ja, wir sind wieder auf der Botlane unterwegs. Da sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Man kann sich gut halten. Jetzt sehen wir auch den Teleport, von dem du eben geredet hast. Alfari kommt da wieder auf die Lane und kann weiterhin gut versuchen zu pushen. Oh, Wanda versucht hier ein bisschen zu traden. Alfari aber auf jeden Fall mit dem Item-Vorteil. Ja. Hat jetzt hier quasi mit Rubinkristall Langschwert Items zu wollen. Shogard jetzt auf der Botlane. Oh, sehr schöner Knockback auf Miggy. Eigentlich sollte man den haben. Silence kommt hier. First Blood für Hans Summer. Und das sieht schon mal ein bisschen anders aus als eben. Das ist eine der ganz, ganz großen Stärken von Alistar. Gangs aufbauen mit diesem Q und dann wegknocken. Also in die falsche Richtung für den Gegner sozusagen. Braum. Eigentlich einer der Champions, die das am besten überstehen, weil er halt springen kann. Wurde jetzt hier an der Stelle dann aber gesilenced, keine Summoners benutzt. Man wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, wenn man jetzt hier wirklich Flash, Exhaust und Heal benutzt hätte, wegzukommen. Aber zum einen war Ignas Ignite ja drauf und zum anderen hätte man alle drei Summoners benutzt, dann hätte man das 2v2 danach nicht mehr spielen können. Also man hat jetzt hier dann in den sauren Apfel gebissen. Muss auch sagen, dass man sich für die fehlende Vision zu weit vorne begeben hat. Hier von Igna dann sehr schön gemacht. Einfach in Range gelaufen, Q getroffen und Mikey X hätte hier wahrscheinlich... Ja, wobei, nee, da hätte er echt nicht mehr viel machen können. Hätte sich nicht von Alistar knock-upen dürfen, ohne dass er den W benutzt. Also wenn Alistar in deine Range laufen kann, um dich dann zu queuen, dann machst du was falsch. Und jetzt Alfari. Ja, Tower Dive auf der Top-Lane. Er ist nicht groß, kann sich also nicht so gut wehren. Auch erst Level 5 und damit haben wir erstmal einen Lang, den Clean Feed und einen Kill für Splice an der Stelle. Trashy ist nochmal ganz, ganz knapp rausgekommen. Ja, wäre Alfari hier noch in Mega nah gekommen, hätte man wahrscheinlich zumindest Trashys Flash forcieren können mit dem Stun auf dem W. So aber sehr schön gemacht. Nah ist ein bisschen anfälliger als eine Camille Early Game, was Dives angeht. Einfach weil Camille mit dem E mehr Distanz überwinden kann und damit mehr Disengage-Möglichkeiten hat und auch mit dem Schild ein bisschen tankier ist, während Minina eben ja nicht ganz so viel aushält. Und jetzt versucht man dementsprechend natürlich Botlane direkt ein Play zu machen. Kobbe hat da was gerochen, wird hier aber engaged. Der Flash-Knock-Up. Maxlaw konnte den eigenen Knock-Up nicht rechtzeitig runtersetzen, dadurch konnte Kobbe hier flashen. Kommt nochmal davon. Du kannst natürlich die Botlane ein bisschen ranpushen, auch ein bisschen Schaden am Tower machen. Aber es war nicht so optimal, wie man es eigentlich gerne gehabt hätte. Ne, definitiv nicht. Dementsprechend auch keine Kills jetzt hier. Infernal Drake wäre jetzt definitiv eine Möglichkeit. Wir haben Botlane gerade die Pressure. Shogard allerdings noch Level 5. Braucht dadurch also natürlich ein kleines bisschen länger. Hat den Execute Damage auf der Ultimate nicht. Kalista kommt jetzt auch noch dazu. Der sollte relativ sicher sein, der Infernal Drake. Sejuani gerade auf der Top-Side. Da versucht gerade mit den Gang zu... realisieren. Selbst wenn, also zu smiten gegen Shogard und Kalista. Ja, Shogard noch nicht Level 6, ist halt extrem schwierig. Ja, natürlich, klar, Kalista hat aber zumindest noch was rausziehen übrig. Das auf jeden Fall. Also insgesamt wird es in diesem gesamten Game für Splice da ein bisschen schwieriger werden, die Buffs
Und Objectives zu contesten. Shockwave in der Midlane, Power of Evil. Versucht ihn nochmal rauszulaufen, wird verlangsamt. Und damit haben wir in diesem Game den ersten Kill für Senkax. Ja, keine Sums zur Verfügung für ihn. Dementsprechend auch da als Talia sehr, sehr anfällig. Obwohl man Storm Raiders dabei hat. Und auch die Ult konnte hier nicht genutzt werden. Schöner, cleaner Gang von Trash. Ich war sogar noch Level 5, hatte keinen Flash benutzt. Jetzt hier Botlane. Kobbe muss aufpassen. Kriegt jetzt hier von uns einmal ein paar Speere ins Gesicht. Der E ist aber schon auf Cooldown. Also es wird nicht reichen für einen Kill, aber es ist gewesen. Ziemlich viel Damage. Das war schön gemacht von Ansama. Er hat quasi mit einem Minion den Reset geholt. Man will hier diven tatsächlich. Das ist Knight, das müsste reichen. Raus. Dann kriegt man noch. Und Ansama, für den wird es jetzt hier relativ schwierig, nochmal wegzukommen. Kriegt auch den Damage von Kog'Maw. Nicht mehr Trashies, aber da. Heal ist noch ready. Heal ist noch ready. Hat man selbst auch den Knock-Up gehabt durch, durch die Ultimate. Mickey wurde aber zu früh die Speere rausgezogen. Dadurch kein zweiter Kill möglich. Trotzdem, man ist aus dem Tower noch mal rausgekommen, wonach es am Anfang auf jeden Fall nicht aussah. Das hat man sehr, sehr schön gespielt. Also das hat man wirklich schön gespielt seitens Ansama. Nicht mal Heal benutzt, also die Situation sehr kalkuliert angegangen. Man wusste ja, welcher Schaden soll mich denn hier töten mit der Kalista Ult plus Flash und dann den Double Knock-Up von Alistar. Das Ganze hier sehr gut überlebt, auch nochmal Mikey X bedroht. 1:0 Trade. Gold aber trotzdem noch komplett ausgeglichen. Nur Botlane sieht jetzt halt sehr unschön aus. Hier sehen wir mal den Tathergang quasi. Mikey X da ein bisschen zu weit vorne. Ist auch noch Level 4. Kriegt dann hier ordentlich Damage. Das Braumschild hat man seitens Misfits sehr gut umgangen. Und wenn das einmal auf Cooldown ist, dann kann man den ADC eben nur sehr, sehr schwer schützen. Hier dann auch sehr schön von Ansama gemacht. Vorher den Reset vom E geholt. Und Igna dann die Gunst der Stunde genutzt. Knock-Up plus Ignite. Ich glaube, der Heal ging sogar schon ins Ignite rein. Also Kobbe da auch sehr ungünstig gehealt. Und Ansama hier glücklicherweise keine Turret-Aggro mehr gehabt. Kriegt den Stun noch ab, der Schaden aber reicht nicht, weil Igna genau zum richtigen Zeitpunkt ultet, beziehungsweise aus der Ult rauskommt und Trashy auch keinen Mana mehr hatte. Also das Ganze sehr, sehr schön gespielt. Und jetzt hat man hier eine 2-0 Kalister auf der Botlane und keine Summoners mehr auf der Seite von Kog'Maw. Also da könnte definitiv die Snowball-Gefahr bestehen. Ansama auf jeden Fall in diesem Spiel ein bisschen besser drin als im letzten. Also da hat man ihn ja schon ziemlich down halten können. Kobbe hatte 100% Kill Participation im letzten Spiel. Holy moly, 900 DPM. Natürlich darf man nicht vergessen, dass ein ADC immer eine sehr, sehr hohe oder eine höhere DPM hat, desto länger das Spiel dauert. Weil natürlich im Late Game, da ist man erst richtig effektiv. Jetzt hier aber Ansama schon mit 10 effektiv, kann den Turm hier wahrscheinlich sogar ganz alleine einreißen, während Alistar bereits auf die Toplane rotiert, gemeinsam mit Cho'Gath. Also da muss Splice jetzt aufpassen. Alistar schon sehr lange Miss, da sollten die Alarmglocken angehen und Ansama, zack, kriegt hier Solo-Gold. Das ist richtig weit vor. Richtig, richtig stark. Hat 2 Kills, 20 Farm Vorsprung ungefähr gehabt, also da ist man wirklich gut im Game im Vergleich zum letzten. Vier Mann Dive-Versuch. Hätte versuchen können, Trashy direkt zurückzuwerfen, entscheidet sich aber lieber, seine Skills aufzuheben. Aber sehr schön antizipiert von Misfits. Sie wussten, dass Splice ein Crossmap-Play machen wollte. Sie konnten den Bot den Turm nicht mehr verteidigen, also hat man Kobbe und Mikey X auf die Topside geschoben. Da sollte ein 4 gegen 1 Dive gegen Alpharia folgen, aber Igna und auch Maxlor kamen dem zuvor. Und dementsprechend hat man jetzt hier einen Tower für nichts getradet, aber Splice kann sich hier höchstwahrscheinlich zumindest den Herald sichern, es sei denn, Maxlor möchte noch was da mitreden. Igna hätte Ultimate, es wäre allerdings ein 4 gegen 5, weil Wanda TP ready hat und dementsprechend muss man hier den Herald auch an Splice übergeben. Ja. Tatsächlich finde ich auch, dass Talir natürlich gutes Positioning möglich macht und dir auch den Kampf um Objectives noch weiter erleichtert, neben Kalista und Cho'Gath, aber ihr Damage-Potenzial ist nicht so stark wie das von Orianna. Gerade im Teamfight ist es da ein bisschen schwieriger für Talia, an den Tanks vorbeizukommen, an die Backline ranzukommen. Ist nicht der beste Pick, aber man kann es auf jeden Fall viable machen, wenn du halt wirklich die Ultimate richtig einsetzen kannst. Ansama jetzt schon 1600 Gold vorne und in diesem Spiel sollte man wahrscheinlich dann sehen, was eine Kalista alles tun kann, wenn sie die Lane nicht komplett aufs Maul kriegt, so wie im letzten Spiel, sondern wenn sie da tatsächlich sogar diejenige ist, die dann die Schellen verteilt. Da kannst du eben durch deine Mobilität einfach links und rechts Plays forcieren, mit der Ultimate auch immer wieder Druck ausüben und man hat mit Alistar einen der besten Supporter, um eben mit Kalista Plays zu machen. Plus, wie in der Analyse-Ecke schon angesprochen, 2 immobile Carries, die von Braum natürlich nur begrenzt beschützt werden können. Trotzdem, der Goldvorteil halt sehr moderat mit 800 Gold. Aber auch der Infernal ist da so ein nettes i-Tüpfelchen. Wenn das noch Leben geben würde, das wäre halt für Cho'Gath der absolute Dream. Na gut, aber wäre natürlich noch stärker, als es eh schon ist. Das könnte stimmt. Man lieber überlegen, ob man so einen kleinen Lebenswert beim Ocean Drake irgendwie reinhaut oder so. Weil das würde auch thematisch passen, aber das wäre auch für den Ocean Drake schon wieder zu viel. Vielleicht so 1% Max HP oder so. 1% Max HP? Also wenn du den nochmal bei Cho'Gath oben draufsetzt. Das wären bei 1000 Leben, wären das 10 Leben. Ja gut, aber
Ja, der, also du meinst normal Max AP, also du meinst normales Leben und nicht zusätzliches Leben. Doch, schon. Echt? Dann hast du im späteren Spielverlauf einen Shogat mit 10.000 Leben und kriegst ja 1.000 Life nochmal drauf. 1% nicht 10. Ach so, stimmt. 1%. Ja, 1%. 1% ist ein bisschen zu kacke, aber. Ja, aber stimmt, 1% wäre echt ein bisschen wenig. Weiß ich nicht. Aber 10% wäre schon wieder viel zu hoch bei solchen fetten Tanks. Gerade weil wir Tankmeter haben momentan. Also, das hat schon so ein bisschen. Ja, der Ocean Drake ist uns jetzt auch erstmal egal, ne? Weil dieses Game, das sind halt interessante Drakes am Start. Ja. Genau, bisher. Nächster Drake ist der Mountain. Der wird natürlich hoch contested werden. Aktuell Misfits sind das Team mit der größeren Pressure, weil sie natürlich in der Lage waren, den ersten Turm des Spiels einzureißen, konnten dadurch das Spiel ein bisschen schneller machen und haben jetzt die 2v2-Lane, die natürlich stärker ist, ja. Man sieht hier den Goldunterschied, den Farmunterschied, während Botlane das 1 gegen 1 passiert. Alfari muss mega nah kommen, sonst verliert er hier. Und oh, er hat den Q nicht getroffen, ich glaube, er stirbt. Schöner Flash, aber schön Wanda gecountert. Und Trashy versucht jetzt natürlich, seinen Teammates zu beschützen. Knock-up sitzt nicht, Silence konnte man einsetzen, aber auch für Maxlaw sieht sie nicht gut aus. Der versucht nochmal Trashy vorher zu töten. Und das werden 2, vielleicht sogar 3 Kills für Splice. Power of Evil kommt nochmal ganz knapp raus an der Stelle. Wäre Alfari hier in mega nah gekommen und hätten Misfits ihm 5 Sekunden schneller helfen können, beziehungsweise vielleicht dann noch, bevor er ablebt, dann wäre das ein ganz anderer Fight geworden. Also hier eine Nah-Ultimate und Double Kill für Power of Evil wäre nahezu sicher. Die Talia-Ult hat jetzt aber auch nicht so viel Effekt gehabt, außer Power of Evil nach unten zu bringen. Alfari hier leveltechnisch hinten und auch goldtechnisch über 1000 Gold hinten, wurde dann geslowt und hat natürlich eine sehr unausgefüllte Wutleiste. Hauptproblem aber, denke ich, auch hier, der Q hätte der getroffen. Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Guck mal, die Bar ist halt, ich glaube, dieser eine Q hätte vielleicht gereicht, war aber trotzdem sehr schön gespielt von Runner. Ja, dann Power of Evil hier auch nicht mehr in der Lage, Maxlaw zu beschützen. Der macht zwar noch verdammt viel Schaden, aber Power of Evil selber dann durch die Sejuani-Ult sogar nochmal gezwungen wegzuflashen. Also schönes Play an der Stelle von Wanda. Hat da realisiert, hey, ich bin Camille, ich bin gut gegen Nah und ich bin Goldform, ich bin goldtechnisch vorn, also warum soll ich hier nicht reingehen? Alfari mit der Quittung hat jetzt hier Black Cleaver als erstes ausgewählt. Ist natürlich ein sehr effektives Item auf Nah, gibt alles, aber ist im 1v1 gegen Camille nicht so effektiv, das muss man dazu sagen. Also Leute, anderes mehr gebracht. Mit dem Herald in der Midlane. Ja, den lässt man jetzt richtig weit anlaufen. Nicht ganz optimal, denn die Wave sollte eigentlich rechtzeitig da sein, um den Charge zu verhindern und man bekommt den hier komplett rausgenommen. Also das war irgendwie gar nichts gerade. Ich denke, der wäre auch abgelaufen wahrscheinlich. Ja, er wäre bald abgelaufen, wenn man den wirklich früh geholt hätte. Aber da hätte man überlegen können, ob man ihn auf eine andere Wave setzt. Einfach, um die Gegner da so ein bisschen hinzuziehen. Ja, vor allem, wenn man ja auch bedenkt, dass Splice ihren Botlane-Turret für den Herald getradet haben. Allerdings wird man jetzt in der Toplane in der Lage sein, diesen Turm abzureißen, aber wieder auf Kosten eines Drachens. Also immer links und rechts sind hier Crossmap-Plays am Start. Misfits aber gefühlt zumindest das Team, was bisher immer besser bei diesen Crossmap-Plays rauskommt, auch wenn die Killanzeige das vielleicht anders vermuten lässt. Airdrake und Infernal Drake plus First Blood Turret lassen hier zwar Splice trotzdem vorne stehen, aber ich denke, overall ist Misfits hier besser dabei aktuell. Wenn Hans Sama jetzt mit seinem großen Goldvorteil und seinem Blade Power Spike vielleicht anfangen kann, sein Team nach vorne zu bringen. Die Frage ist halt, ob man Kog'Maw wirklich gut genug beschützen kann, weil normalerweise ist Kog'Maw halt ein Hypercarry, um den du eine Comp aufbaust, wo du wirklich Unterstützung auf der Toplane hast, durch Gali oder Shen zum Beispiel, im Jungle, in Nunu oder so, der wirklich nochmal mit dem Schilden nachhelfen kann. Und hier ist das Einzige, was ihn beschützt, eigentlich Braum, der natürlich auch viel CC hat, wenn du ihn mit Kog'Maw verbindest mit der Passiven. Eine Sentry ziemlich tanky ist, aber Camille will in den Split-Push und der Schild von Orianna ist jetzt halt auch nicht so optimal. Ich denke, Trashy deutet sich jetzt hier schon an, wird sehr schnell auf Solaris auch gehen. Ja. Splice wird definitiv durch Items nochmal so viel Protection für Cobber aufbauen wie nur möglich. Knights Vow wird da wahrscheinlich auch mindestens einmal am Start sein. Also da muss man dann eben gucken, wie man den Kog'Maw am besten unterstützen kann, weil die Kalista auf jeden Fall im Teamfight leichter überleben wird. Das steht komplett außer Frage. Plus Kog'Maw hat natürlich auch mit dem W mehr Downtime, muss da also das Timing auch gut abpassen, weil wenn er gegen Nah, Cho'Gath, Talia in normaler Auto-Check-Range muss, ja dann gute Nacht, oder auch alleine gegen Alistar. Erstmal aber sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen fern der Teamfights. Momentan wird immer nur Crossmap gepusht. Jetzt Botlane der Turm eingerissen seitens Splice. Dafür Toplane Hans Sama aktiv. Jetzt muss aber Misfits aufpassen, dass sie den T2-Bot nicht verlieren. Aber da haben wir dann schon Maxlor und auch Alfari am Start, die sich zu Gegner gesellen. Und es ist ein Hin und Her. Aber aktuell wirkt es so, als ob Splice etwas mehr Tempo hat. Rotieren jetzt hier in die Mitte und werden diesen Turm... Oh, nevermind. Vielleicht haben sie sich hier selbst gerade in die eigene Falle beschert. Die kannst du blocken mit dem Braumschild.
Das echt, ist halt ja? ein richtig starker Pick. Ja, an der Stelle ist es auf jeden Fall richtig gut gewesen, denn dadurch kannst du hier auch noch einen Catch landen und das Flanken hat nicht funktioniert. Sonst hättest du dir unterm Tor eingesperrt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass Power of Evil gar nicht realisiert hat, dass seine Mauer gerade offen war, sonst hätte er sich da nicht so dumm verhalten. Ja, aber also du kannst mit Braum halt die Wall blocken und das haben wir schon mal gesehen und das ist eine bitter. Richtig starke Mechanik. Weil du wirklich die Thalia Wall normalerweise dazu einsetzt, um Gegnern den Rückweg abzusperren oder halt um sie komplett abzuhalten von dem Objective und das kannst du mit Braum kontern. Ist halt wirklich ein richtig starkes Play und an der Stelle hat's Power of Evil auch direkt danach noch getroffen, also Splice hier inzwischen mit dem 2000er Gold Vorsprung. Ja, haben jetzt gut Tempo aufgebaut, quasi zwei Türme abgerissen, waren eben ein Turm hinten, jetzt sind sie ein Turm vorn. Misfits aber natürlich trotzdem noch nicht raus aus dem Spiel, haben hier immer noch die zwei Drachen und 18. Minute ist alles noch relativ entspannt. Thalia hat auch aktuell noch nicht so ihre Relevanz gefunden, die Ults waren eher medium stark. Auch ihr Damage-Potenzial wird auch erst im späteren Spielverlauf voll entfaltet werden. Da ist es wirklich so, dass wenn Kog'Maw einmal von der Thalia getroffen wird, vom Knockback, dann ist er tot. Also ja. Thalias Schaden hat One-Shot-Potenzial ab 3-4 Items. Die Frage ist halt nur, ob du wirklich rankommst, weil die Range von Kog'Maw schon ziemlich gut ist. Das auf jeden Fall. Die Ultimate ist eigentlich eher so ein bisschen Execute-Damage-mäßig angedacht, aber natürlich trotzdem auch nicht schlecht. Und jetzt sehen wir es gleich sogar nochmal im Replay, wie sich der Mickey ja, die Wall, Mikey hat das gut gemacht, hier geblockt. Und Power of Evil, der hätte jetzt einfach wegrennen können. Hat jetzt Ghost gezündet und geht jetzt rauf. Merkt dann aber, wobei, nee, das war, glaube ich, einfach nur ein Brainlag von ihm, weil gerade ist ja die Mauer sowieso schon wieder abgelaufen. Ich weiß nicht, was er sich da überlegt hat. Ist er halt auch noch ziemlich weit weg. Natürlich haben wir Maxlaw gesehen, der da war, aber trotzdem hätte man da noch nicht engagen sollen. Ein bisschen unüberlegt an der Stelle. Ich glaube, er war noch so ein bisschen im Vladimir-Feeling. Ja, wahrscheinlich. Mit Vladimir hättest du es halt wahrscheinlich lang genug überstehen können. Vladimir hätte da einen Pentakill gemacht, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Guter Champion. So, jetzt aber Splice erstmal am Drücker. Blade auch nun bei Cobble fertig. Hat auch schon die Spitzhacke im Inventar. Das deutet halt ganz klar darauf hin, dass das zweite Item gegen dieses Rageblade wird. Da versucht man Ignaz zu stunnen. Er nutzt den Knockup. Schöner Flash, um gerade der Ult von Setsu auszuweichen. Jetzt versucht man wieder reinzugehen. Knockup durch TP Mickey. Die Thalia Wall ist weg. Da kommt der Teleport. Na, wird ein bisschen früher dabei sein. Ist auch in der großen Form. Zieht sich aber schon direkt zurück. Da kommt der Stun von ihm. Camille ist jetzt aber auch dabei. Holt sich den Kill. Maxlaw so gut wie down. Stun sollte man gleich noch kriegen. Ein Autozack hat gefehlt. Damit kriegt man den Kill auch für Power of Evil. Sieht sie nicht gut aus. Und das ist der Teamfight für Splice. Fast ein Ace. Der Einzige, der überlebt, ist Igna. Und das, obwohl die Oriol original niemanden getroffen hat. Also das war ja nicht mal knapp. Kog'Maws Schaden sollte, wenn mich nicht alles täuscht, ziemlich brachial gewesen sein hier in dem Fight. Alfaris Ult war sehr, sehr dürftig. Er hätte vielleicht eine Flash-Ult hinkriegen können. Aber das Problem von Misfits Comp ist, sie haben jetzt eben nicht diesen brachialen Backline-Dive vom Damage her. Sie haben zwar Cho'Gath, Gnar und Alistar, die alle hinten rein können, aber da reicht der Schaden nicht, um diesen Kog'Maw zu töten. Man hat nicht den Single-Target-Damage aktuell. Jetzt sieht man hier nochmal, angefangen hat das alles auf Igna. Schöne Ultimate von Trashy, die Hansama schon mal zum Flash gezwungen hat. Thalia-Ult wird zum Abschneiden benutzt. Aber das ist Splice egal, weil sie den Teamfight ja selbst hier sehr gut wählen. Schöne Braum-Ultimate dann auch nochmal. Und das TP ist halt sehr nutzlos. Nah ist mega nah. Hätte jetzt hier vielleicht Flash 3-Mann-Ulti machen können. Aber schaut euch den Schaden von Cobb an. Der ist einfach super hoch. Jetzt ist es ein 4 gegen 5. Max, du hast auch super low. Wanda kommt hier nochmal weg und das kann man von der Frontline von Splice nicht behaupten. Schön, schön, schönes Microplay auf jeden Fall an der Stelle von Splice, von jedem Einzelnen. Und mich interessiert der Damage-Graf. Ich denke, dass da Cobbe wieder ziemlich weit vorne war. Ich finde, du hast hier noch weniger Möglichkeiten, an Cobbe richtig ranzukommen. Ja, dir fehlt halt einfach der Backline-Dive, so wirklich. Also du hast... Bei der Damage, also, du hast halt auch mit Thalia jemanden, die Projektile werden vom Braum gekontert. Ja. Mit dem Knockback kommst du nur richtig schwer ran. Man ist komplett halt auch nicht von diesem Knockback abhängig, genau. Ja. Also siehst halt auch nicht Vladimir, der sich einfach erlauben kann, von hinten zu kommen, weil sonst sie fokussiert wird und rausgenommen wird. Ich denke, wenn der Knockback von Thalia Kog'Maw nicht trifft, dann hat Splice fast keine Möglichkeit, die Teamfights zu gewinnen, weil Thalia Sugar kommt halt auch nicht ran. Thalia, Kalista werden die Frontline von Camille Seju nie früher durchbrechen, als es ein Kog'Maw gegen eben die von Misfits schafft. Ja, jetzt kommt hier nochmal der Knockup mit Alistar, direkt nochmal Knockup hinterher. Man versucht Cobbe diesmal rauszukicken. Auch nochmal ein schöner Stun von Alfari und der Fight sieht gar nicht so schlecht aus, Kill. Ja, aber dann ist halt Cobbe, der ist halt Full Life. Den kriegst du in diesem Moment nicht raus, wieder 4 Kills. Du hast ihn auch nicht fokussieren können. Du hast ihn am Anfang zwar rausgekickt, aber danach ist niemand mit dem Damage rangekommen. Ja, das ist das Problem. Du hast den TC, aber nicht den Damage für diesen Kog'Maw. Also da der Kog'Maw-Pick auch sehr effektiv. Auch wenn er hier mit 0-1-8 eher wie der Support aussieht. Da sieht man, wie schnell er einen gegnerischen Support wegböllert. 5-2 Trade an der Stelle. Baron könnte man machen. Man hat keinen Jungler, riskiert es dementsprechend nicht.
Aber Splice in einer sehr, sehr guten Position, um das Spiel hier für sich zu entscheiden. Da sieht man es wieder. Misfits ein bisschen verzweifelt hier, was den Nash angeht. Kann natürlich sein, dass sie den Fall selber forcen wollten wieder. Sage Ult hat nicht getroffen. Der Engage von Misfits war eigentlich wirklich gut diesmal. Ja. Aber es fehlt vorne und hinten der Schaden. Und diesmal Wonder vor allem mit einem sehr, sehr guten Flank. Kann sich erst der Talia entledigen und dann Hans Sama. Er hat im Alleingang gerade beide Carries getötet. Und so kann man dann seitens Misfits einfach keine Teamfights gewinnen. Also man merkt, dass diese... Wir rennen einfach in die gegnerische Backline und unser ADC macht dann den Damage auf die Frontline. Diese Comp funktioniert besser als die, wir versuchen irgendwie, weiß ich nicht, was zu machen. Also das war übrigens Kobbes erster Kill. Der hat vorher nur Assist bekommen und trotzdem sollte er wahrscheinlich den meisten Schaden hier gemacht haben. Also ich denke, Misfits muss sehr viele Kriterien erfüllen im Teamfight, um hier eine Chance zu haben. Also es muss zu viel richtig laufen, denke ich. Ich finde Talia tatsächlich in der Comp nicht wirklich stark. Weil nee, bisher überhaupt nicht. Deswegen, also. Du hast halt auch genügend CC und Möglichkeiten, Objectives zu contesten mit Shogat und mit Kalista. Du brauchst halt nicht zwingend die Wall von Talia. Ja, auch und hier wurde sie schon wieder abgebrochen. Also du kannst halt niemanden catchen, wenn Braum in der Nähe ist. Ja, also die Talia, da sieht man es auch gerade nochmal an dem Gesicht von Power of Evil. Da muss ich gerade ein Lachen verkneifen. Ja. Also Power of Evil, wenn andere Menschen tiltet werden, fängt er an zu lachen. Ja. Aber das ist, halt ist quasi repräsentativ dafür, wäre Power of Evil ein normaler Mensch, wäre er jetzt tiltet, sagen wir es mal so. Weil die Talia bisher wirklich komplett von Splice auseinandergenommen wurde. Noch keine gute Ultimate, im Teamfight wenig Relevanz gehabt, der Overall Damage war wahrscheinlich auch low, der Mitte-Turret ist down. Also so stark Power of Evil hier in Spiel 1 bis 2 performt hat, so unsichtbar ist er jetzt hier gerade in Spiel 3. Das liegt, glaube ich, auch wirklich zu großen Teilen am Champ, weil er war halt wirklich nicht schlecht unterwegs. Aber... Also Talia ist halt momentan einfach nicht mehr so stark. Gerade wenn du versuchst, an eine Backline ranzukommen, an der derzeitigen Tankmeter. Ja, ich denke, halt also die Theorie ist halt wirklich, dass im Prinzip Talia, Kalister gegen die Frontline spielen und einfach schneller diese Gegner-Frontline einreißen müssen, als die Gegner-Frontline die eigene einreißen. Das Problem ist, dass Kog'Maw halt einfach gerade alles und jeden outdamaged. So, Kog'Maw mit diesem Item-Bild macht halt immens viel Single-Target-Damage. Plus, sowohl Nah als auch Cho'Gath, die stacken Leben wie die Weltmeister, haben hier aber fast noch gar keine Rüstung. Was bedeutet, dass da Kog'Maw natürlich nochmal härter reinböllert. Während auf der anderen Seite eine Seju schon einiges mehr Resistenzen hat und halt auch einfach Seju ist. Ja. Und eine Camille, die ist auf eine interessant andere Art Tanky, indem sie den Gegner tötet. Wenn der Gegner tot ist, dann kann er keinen Schaden machen. Man versucht die jetzt immer so ein bisschen zu trappen. Und natürlich den Baron nicht abzugeben. Splice liegt ungefähr 5000 Gold vorne. Das ist schon ein kleiner Vorsprung. Nicht der beste zu dem Zeitpunkt des Spiels, aber auf jeden Fall ordentlich. Man hat auch einen Höllendrachen bekommen, was das Late-Game-Scaling nochmal ein kleines bisschen unterstützen kann. Also ich sehe wirklich wenig, wirklich, wir müssen jetzt nochmal zurückzukommen, wenn Splice nicht nochmal ordentlich reinintet, weil sie haben gerade mit Kalista, mit Camille, die 6-0 steht, den deutlich besseren Split-Push und sie haben auch den deutlich besseren Teamfight und sie sind jetzt schon vorne und sie haben wahrscheinlich auch das bessere Late-Game. Also alles spricht gerade gegen Misfits. Da muss jetzt ein wirklich insanes Player, so eine 4-Mann-Nah-Ultimate, dann 4-Mann- Alistair Knockup, dann eine Kalista, die 5-6 Dreier-Speere in die Gegner reinpumpt. Sowas in der Richtung muss hierher kommen. Ansonsten wird Misfits dieses Spiel unmöglich gewinnen können. Ja, mal gucken, ob es dazu noch kommt. Misfits jetzt erstmal das große Problem, dass sie am Baron nichts mehr sehen. Und Splice damit natürlich anfangen kann, den zu machen. Da wurde die letzte Ward zerstört. Ne? Genau, der ist halt extrem schnell, wenn es darum geht, den Baron down zu bekommen. Er hat halt einen der besten DPS-Werte. Ist halt super konstant, was das angeht. Egner versucht jetzt so ein bisschen die Sicht aufrechtzuerhalten, indem er sich selbst auch dort positioniert. Er ist halt ein Tank, könnte auch im Notfall von Kalista rausgenommen werden und jetzt geht man hier gerade Richtung Baron. Kog'Maw ist halt schon richtig fleißig dabei. Der ist jetzt auf der Hälfte. Braumschild reicht nicht, um die Talia-Wall wegzubekommen. Man steht hier nicht schlecht, man ist nicht wirklich gesplittet. Da kommt nochmal der Knock-Up. Hans Sama wird hier fokussiert und der ist auch direkt down. Da kommt ein doppelter Stun von Nah, aber trifft mehr oder weniger nur die Frontline. Alfari wird hier auch vernichtet. Wanda sollte wahrscheinlich noch sterben, na, obwohl er ist ein bisschen schnell unterwegs, kommt dadurch noch weg. Weg, nicht weg. Und das ist wieder ein Ace 15 für Splice. Und das ist halt, also, RIP. Das beschreibt halt das Spiel sehr, sehr gut. Aktuell ist es wirklich so, dass häufig das Team, was die bessere Teamfight kommt, draftet, gewinnt. Und Splice hat hier definitiv die überlegene Teamfight-Comp, haben sich jetzt hier den Turm eingerissen, werden den Baron rushen, danach wahrscheinlich Base gehen, haben richtig viel Cash im Inventar, dann mit den neu gekauften Items noch einen einzigen Teamfight gewinnen, dann sollte das Spiel sich wahrscheinlich bald dem Ende neigen. Mit der Comp, die Splice hier hat, kann man auch ohne Probleme Tower diven und das wird sich mit dem Baron dann wahrscheinlich auch ermöglichen. Misfits hier eigentlich von einem unlösbaren Problem, 10.000 Gold hinten und die schlechtere Teamcomp für die Fights, hier sieht man es nochmal.
war wieder so ein Versuch, den Baron zu stoppen. Power of Evil hat diesmal Sengoku weggezoned, aber ja, das war relativ egal, weil er sich selbst auch weggezoned hat. Er hat hier versucht, diesmal Kobbe zu treffen, aber Kobbe, der hat halt wieder geduldig gewartet, im Teamfight nicht mal so viel Schaden gemacht, weil er sich einfach nur darauf konzentriert hat, nicht zu sterben. Dann knallt er den W an, shreddet hier die Frontline. Power of Evil dann alleine zusammen mit Maxlor übrig geblieben. Kann hier nochmal gut Schaden machen, aber der Flash von Sengoku so das Ganze dann nochmal beendet. Im Endeffekt, Hasblei ist aktuell auch das bessere Team, muss man sagen, die aber auch mit der deutlich besseren Teamcomp hier arbeiten können. Mir gefällt die Teamcomp wirklich diesmal nicht so gut von Misfits. Man muss auch sagen, der Shogal kommt nicht so wirklich zur Geltung, hat hier überhaupt die besten nicht, Möglichkeiten, ja. Weil du hast mit ihm nochmal so One-Shot-Potenzial. Oh, jetzt vielleicht, da ist Kogma das könnte gut sein. Kogma ist ein bisschen zu weit vorne, wird hier genockt ab. Jetzt geht Max noch ran, da ist der Fraß, genau so musst du es normalerweise machen. Anzama geht aber trotzdem down. Da ist Kamil gerade einfach viel zu gut im Game. Power of Evil, der einzige verbleibende richtige Damage-Dealer. Wird hier sofort nochmal gestunt, geht jetzt auch down und das sollte wieder der Kampf gewesen sein. Splice liegt momentan einfach zu weit vorne und ich wollte sagen, Maxlor hat sich ja diesmal für Sugar entschieden, weil Maokai gebannt wurde. Maokai hatte bisher ein bisschen bessere Möglichkeiten, einfach weil du es geschafft hast, die Gegner lange festzuhalten und dadurch auch an die Carries ranzukommen. Du kommst momentan nicht an Kobe ran. Und das zeigt da wirklich, dass einfach dieser Blind-Pick Cho'Gath nicht die Lösung aktuell aller Probleme ist, weil du hast angesprochen, hätte man hier sowas wie einen Maokai gehabt, wäre man deutlich, deutlich effektiver gewesen. Der Cho'Gath hat keine Relevanz gehabt und jetzt gerade hat man gesehen, man hat den Kog'Maw bekommen, aber der Goldvorteil ist schon viel zu krass. Wanda hier mit einer 11-0 Kamil-Performance, Sengoku 8-0-12, das sind alles fantastische Werte und man spielt sogar auf Nummer sicher, jetzt, geht hier nochmal Base. Eigentlich hättest du es sogar versuchen können durchzugehen. Ja, natürlich wäre die Wave gekillt worden, aber ein Also hier sieht man nochmal das Play, sie wollten dann unbedingt den Kog'Maw kriegen, haben mit der Talia wohl diesmal auch ein bisschen was zonen können. Wir haben den Kog'Maw bekommen. Und wenn das ein Teamfight ist, bei dem das Gold noch nicht so drückend ist, dann kann man hier das Spiel auch turnen vielleicht. Aber Kamil dann in der Lage, in einer Rotation die Killliste auseinanderzunehmen. Alfari kommt nicht mal mehr zum Ult. Sengoku da vorher das Ganze schon gemacht. Und das sogar ohne Ultimate kann dann hier den Sack nochmal zumachen. Solides Gameplay auf jeden Fall auf der Stelle von Splice. Aber man kann Misfits für diesen Fight gerade nicht kritisieren. Sie wissen, in welcher Situation sie sind. Sie haben das Spiel eigentlich schon fast verloren. Eigentlich haben sie es schon verloren. Haben jetzt ja immer nochmal versucht, ein Play zu machen. Das hat nicht funktioniert. Ja, das kann man kein Übel nehmen. Versucht man es hier nochmal so ein bisschen, aber da kommt schon der Knocker von Braum. Auch ein extrem starker Slow. Der erste Kill auf Cho'Gath sitzt. Er hat damit keine Möglichkeiten mehr zu tanken oder Schaden zu machen. Talia versucht über die Wand zu gehen. Positioning ist nicht schlecht, aber Double Kill für Kog'Maw. Da hat man es gerade gesehen. In der Zeit, in der Hans-Sama Trashy halbes Leben abgezogen hat, ist Cho'Gath gestorben. Ja. Also Kobe hat hier fast doppelten Damage in der Hinsicht, dass er den gegnerischen Tank doppelt so schnell runterschredden kann. Das müsste jetzt das Game sein. 2 gegen 5 kann Misfits nicht mehr verteidigen. 5 zu 27 ist dementsprechend auch ein sehr eindeutiger Score. Und obwohl Misfits im ersten Spiel unglaublich dominant ausgesehen hat und das zweite Spiel nur wegen einem dummen Fehler verloren hat, müssen sie sich jetzt hier in diesem Best of 3 tatsächlich geschlagen geben, weil Splice am Ball geblieben ist, noch motiviert geblieben ist und hier ein ganz starkes League of Legends Game gezockt hat. Ich glaube, es waren 4 Aces in diesem Spiel. Alle für Splice, die haben sich hier jetzt den Nexus geholt und der Finish eben von ihnen war halt also extrem überraschend, aber extrem gut ausgeführt, dass man da halt gesagt hat, wir gehen jetzt für alles oder nichts. Ja. Und dadurch hat man sich im Endeffekt den Gesamtsieg heute holen können. Sehr, sehr starkes Spiel von ihnen, sehr gute dritte Pick-and-Bun-Phase, wie ich finde. Da hat man auf jeden Fall Maokai rausgenommen, hat die Stärken so ein bisschen von den bisherigen Comps von Misfits auf jeden Fall erkennen können. Ja, definitiv. Also Splice hier auf jeden Fall die Meta verstanden. In den ersten 1-2 Games kommt technisch ein bisschen Probleme gehabt, aber die Comp von Splice ist so von Game zu Game immer besser geworden. Und das hat sich auch dann im Spielstil abgezeichnet. Schönes Game und ja, eine gute Partie League of Legends. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Da werden auch nochmal die Hände geschüttelt. Verdientermaßen. Also Misfits stand jetzt nicht wirklich schlecht da. Ich würde auch sagen, im dritten Spiel lag es wirklich an der Teamcomp, dass man da nicht die richtigen Picks bekommen hat. Talia, man hat es ja gemerkt, hat einfach nicht. Aber das ist natürlich dann auch immer wieder so ein, wenn Talia im Early Game besser funktioniert, wenn sie mit der Ult 2-3 Early Kills schafft, dann kann das wieder ganz anders aussehen, wenn einfach der Kog'Maw nicht ins Spiel kommt. Und das ist ja eigentlich gar nicht mal so gut. 2v2 lief ja echt nicht optimal, aber dann wirklich im Teamfight einfach nicht in der Lage zu sein, an Kog'Maw ranzukommen und die gefeedete Kamil, das hat dann das Ganze so ein bisschen snowballen lassen und da hat Splice dann den Sack sehr, sehr schnell zugemacht. Props an sie, gutes Game. Ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, mit Talia gegen Braum zu spielen. Also da ist auch das Roaming im Early Game nicht so leicht, weil er immer den Schild ready hatte. Trotzdem, wir machen eine ganz kurze Pause, dann gibt es nochmal die Analyse-Ecke und dann werden wahrscheinlich Maxim Hosten, der beim Dr. Pepper Cup immer noch am Start ist. Finale, Leute. Genau, und heute Abend gibt es sogar noch ein ALCS. Also der ganze Tag ist hier komplett voll. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mach das